Lieben, bei mir ist Sebastian Kumbigel von den Prinzen. Hey. Bei mir ist Jens Hermann von BB Radio. Wir haben Mitternachtstalk gemacht. Zieht euch das mal rein. Wir haben echt schlaue Sachen erzählt, also vor allem er. Nee. Also wir beide oder auch nicht, aber ihr müsst es hören. Wir haben geschnitten. Wir haben ein paar Sachen drin, die wir euch nicht zeigen können, die werdet ihr nie erfahren. Aber nee, war ein Spaß, ne? Wir nehmen es ungeschnitten. Der BB Radio Mitternachtstalk mit Jens Hermann. Täglich von 0 bis 2 Uhr. Promis mal anders. Mit Geschichten, die ihr so noch nicht gehört habt. Diese Sendung lebt von hochkarätigen Gästen und der Mann, der heute da ist, über den freue ich mich besonders. Wir sind eine Generation, wir sind, glaube ich, fast 40 Jahre so gefühlt parallel gelaufen in unterschiedlichen Welten. Und heute können wir das Ganze mal ausdiskutieren. Ich freue mich sehr. Sebastian Krumbiegel ist da, der Frontmann von den Prinzen. Hey, ich grüße dich. Es wird aber auch langsam Zeit, dass wir mal hier mal eine Stunde für uns alleine haben, oder? Echt eine ganze Stunde, das finde ich ja schon mal geil, weil nicht diese 1,30 immer, die du im Radio normalerweise hast, sondern wirklich echt eine Stunde reden über alles Mögliche. Du, die Sebastian-Story ist so unglaublich, dass wir die einfach auch in aller Ausführlichkeit mal erzählen müssen. Ne? Du, ich weiß es gar nicht. Also lass uns einfach anfangen zu labern und wir gucken mal, was passiert. Das ist genau. Also ich sage mal an der Stelle, ich kenne dich schon sehr, sehr lange. Du hast mich wahrscheinlich nie wahrgenommen. Ja, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen. Also, weil das Ding ist, ich bin wirklich ein schlechter Gesichtermerker. Und wenn du mir sagst, ey, wir haben uns schon 10-mal getroffen, ich sage, wann denn eigentlich? Wir haben uns wahrscheinlich schon öfter als 10-mal getroffen, weil 10 Shows hast du alleine für BB Radio gespielt und ich bin 25 Jahre bei dem Sender. Also insofern, da ist schon einiges passiert. Aber als ich dich das erste Mal so bewusst wahrgenommen habe, da wir im selben Geburtsjahr geboren sind, stand ich so neben dir und dachte, ich damals als staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter /Diskjockey, dachte, der Typ ist ja geil. Da warst du noch mit den Herzbuben unterwegs. Oh, das ist wirklich, ja. Ja, 1987. Oh. 750 Jahre DDR damals wurde gefeiert und das wurde. Nee, 57 Jahre, das wäre, also 57 Jahre, 57 Jahre DDR, das wäre ja ein Traum gewesen. Genau, 57 Jahre Berlin. In der DDR damals, genau. Und wir haben überall in der ganzen Stadt damals gefeiert, ne? Ja. Und da habe ich dich das erste Mal wahrgenommen. Und ich weiß noch, da gab es ein Konzert, ich glaube, war das auf dem Gendarmenmarkt oder wo war das? Ja, also mit zwei Bühnen. Ja. Die eine Bühne, wo eher so die lustigen Typen waren, also da war so Possenspiel. Und MTS. MTS, nee, ja doch, MTS, genau. Mhm. Und wir eben auch als Buben und auf der Bühne gegenüber waren die anderen Bands. Also irgendwie hier Skeptiker, Sando, Die Art, glaube ich, aus Leipzig. Und das war so ein Kontrastprogramm. Und ich weiß auch noch, dass es ein Ding gab. Ich weiß, wie hießen die denn gleich? Wir fahren mit Jugendtourist nach Jamaika. Wie hießen die? War das? Das war nicht Possenspiel. Das war. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, fällt's auch gerade nicht ein. Ich weiß, dass der Typ einen Spruch gemacht hat auf der Bühne, wo dann Leute auf die Bühne kamen und den von der Bühne gezerrt haben, weil er einen Spruch gemacht hat: Ich kann nicht so richtig singen heute, ich habe einen Ekelpickel irgendwie am Mund, weil ich habe gesehen, wie Honecker Ceausescu geküsst hat. Ja, also den damaligen Staatschef von Rumänien, was natürlich irgendwie auch ein echter Despot war und irgendwie kein cooler Typ, und da kam eben dieser Spruch. Und dann sieht man aber auch mal wieder, wie viel 1987 schon möglich war. Bei mir oft Leute sagen, ey, du kommst aus der DDR und wie hast du das eigentlich alles mitgekriegt und war das nicht alles ganz gruselig und schwierig? Und ich bin dann immer so versucht zu sagen, und ich weiß gar nicht so genau und eigentlich so extrem habe ich das gar nicht erlebt. Und da sagt mein Vater mir, der 30 Jahre älter ist als du, du musst da echt mal einen Ball flach halten, weil du hast echt die harte Zeit, also die wirklich stalinistische Zeit, so 50er, 60er, 70er Jahre nicht erlebt. In den 80er Jahren, durch Gorbatschow und so, ist ja alles irgendwie, ja eben Glasnost und Perestroika, irgendwie offener geworden. Mhm. Also ich möchte jetzt bitte nicht falsch verstanden werden, ich will hier nicht schönreden. Wir wissen alle irgendwie, hey geil, wir leben heute in einem demokratischen Rechtsstaat. Das kann man ja irgendwie mal so wertfrei sagen. Und das ist eine Errungenschaft und da freue ich mich. Und wir wissen ja, wie es früher war, wo eben viele Sachen nicht möglich waren, obwohl eben später dann, Ende der 80er oder kurz vor dem Mauerfall, viel mehr möglich gewesen ist als schon vorher. Also auch bei unseren Texten übrigens, ja. Klar. Wir haben damals über Karl Eduard von Schnitzler gesungen und wir haben über den Betriebsdirektor gesungen, der seine Filter anschalten soll, was dann auch auf die erste Prinzenplatte gekommen ist. Und das waren schon Sachen, die wir uns, ohne jetzt zu singen, die Mauer muss weg und scheiße alles hier. Nö, wir haben sozusagen irgendwie mit Ironie versucht, irgendwie unsere kritische Haltung rüberzubringen über die Rampe. Und das ging. Ich bin der schönste Junge der DDR. Ja, siehst du. Und das war, pass auf, das ist ja genau so ein Ding. Pass auf, wenn so ein Typ wie ich, wenn die Leute haben das genau gecheckt. Ja, wenn da irgendwie so ein übergewichtiger Typ da sich hinstellt und singt, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR. Hm. Ich habe gemerkt, oh ey, irgendwas stimmt hier nicht. Und das ist eben genau diese Art von, jetzt nicht Protest, aber auf jeden Fall von,
ja, von echt kritischer Herangehensweise an die Sache, die du da machst. Und was ich heute sehr bewusst mache, natürlich auch immer nicht übertreibe, ich versuche das nicht zu übertreiben, weil das dann total nervt, aber eben sozusagen mitkriegen, dass du schon über mehr singen kannst als nur über die Liebe. Ob es immer auch wieder schön ist, über die Liebe zu singen. Absolut. Ja. Ja. Als wir damals so 15, 16 waren, war ja Anfang der 80er Jahre, da haben wir eigentlich die gute Phase der DDR mitbekommen, das haben wir ja gerade festgestellt, weil die Jahre davor, die haben wir, als wir noch ganz klein waren, als es noch ein bisschen anders abging in der DDR. Wir hatten behütete Kindheit, schöne Jugend, Partys, auf jeden Fall. Disco, Kultur, Kinofilme. Also wir wussten ja nicht, was es alles gibt an Spektrum. Wir konnten nur nicht wegfahren. Also das heißt, bei unser Reisespektrum war ein bisschen, ja. Ich war da ja andererseits, ne? Auch wieder ein privilegiertes Kerlchen. Als Kumaner konntest du die Welt bereisen. Du warst ja mit 14, 15 schon in Japan. Ne? Ich war sogar mit 11 schon in Japan. Nee, das war schon irgendwie natürlich irgendwie der absolute Oberflash. Weil das wäre, glaube ich, für jeden damals sowieso, aber auch heute noch der Flash gewesen. Ja? Also wenn du irgendwie als 11-jähriger Junge auf einmal in Tokio stehst oder in Kyoto und da irgendwie die Skyscraper siehst und die Türen, die automatisch auf und zu gehen und der Zug, der irgendwie 220 km/h fährt und ja, unglaublich, ja. Wollen wir die Geschichte mal ein bisschen auseinandernehmen? Weil du hast ja Johann Sebastian Bach einiges persönlich zu verdanken. Persönlich kennengelernt. Nein, aber du hast ihm einiges zu verdanken. Deinen Namen zum Beispiel. Dann war deine Oma ganz wichtig damals und natürlich deine Mama auch, ne? Die mit Bach auch direkt beruflich zu tun hatte. Ja, erzähl meine, die Geschichte. Also ich fange mal bei meiner Großmutter an, bei meiner Oma Philine, die Frau war, die damals zu mir gesagt hat, als ich mit 15 Jahren gesagt habe, ey, ich will später mal Musik machen, und zwar nicht klassische Musik, was meine Eltern und alle cool gefunden hätten, sondern ich will eben Tanz- und Unterhaltungsmusik studieren. Ja? Also das der Studiengang hieß TUM, Tanz- und Unterhaltungsmusik. Ja, ja. Und da sagte meine Großmutter dann, die hat gesagt, hey Junge, wenn du das wirklich willst, mach das. Und das war für mich total wichtig, dass ich da so ein, einfach, dass sie mich da supportet hat, dass sie gesagt hat, cool, wenn du es wirklich willst, mach das und dann wirst du es auch irgendwie zu was bringen. Und natürlich sehe ich das im Nachhinein auch extrem kritisch, ja, weil wir haben so viel Glück gehabt, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also ich verstehe alle Eltern, die sagen, was Junge, du willst irgendwie Schlagzeuger werden? Und wenn du schon Schlagzeug studieren willst, dann studier doch wenigstens klassisches Schlagzeug. Und da habe ich immer das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach vor mir gehört, wieder bum, 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 bum. Langweilig. Ja, echt langweilig. Und dann sitzt du da irgendwie stundenlang rum und darfst dann irgendwie nach einer Stunde nochmal kurz auf deine Pauke kloppen. Und ich habe mir gesagt, nee, will ich nicht. Ja, also da war ich, Tomanakor war ich von 76 bis 85, also von 10 bis 18. Genau, wann hast du das erste Mal zu deiner Oma gesagt, ich möchte gerne Berufsmusiker werden und möchte Popmusik machen, beziehungsweise Unterhaltungsmusik? Wie alt warst du da? Mit 15, in dem Alter, ja. Mit 15 oder mit 14 vielleicht auch schon, mit 15, ehrlich jetzt. Aber ich kann mir vorstellen, was bei deinen Eltern da passiert ist. Ja, die sagen, pass auf, wir haben mit Bach ganz viel am Hut, wir geben unserem Sohn mal den Namen von Bach und er muss klassische Musik lernen. Ja. Und das auch wirklich, also die Instrumente lernen und singen lernen und so weiter. Und dann auf einmal möchtest du Popmusik machen. Natürlich ist das schwierig, aber ich finde es am Ende auch, also hey, wenn du, natürlich ist es für eine Großmutter viel leichter zu sagen, Enkel, mach mal, was du willst, weil sie hat ja nicht die direkte Verantwortung. Für eine Mutter oder für einen Vater, die sagen natürlich, ey, der Junge, der soll doch mal irgendwie auch sein Geld verdienen, soll irgendwie glücklich sein mit dem, was er macht, soll ja eben irgendwie einen guten Weg gehen. Und natürlich, wenn ich jetzt überlege, meine Kinder, die sollen auch irgendwie die beste Bildung kriegen, die sollen irgendwie versuchen, irgendwie irgendwas zu machen. Meine Tochter studiert jetzt zum Beispiel Kulturwissenschaft, wo sie eben gesagt hat, ich will gerne Kulturwissenschaft studieren. Und alle um sie rum sagen, brotloses Studium, was willst du denn damit machen? Da kannst du nichts machen. Mach mal lieber BWL, mach mal lieber irgendwas Handfestes, wo du eben dann was mit an... Nee, ich finde das geil und finde das irgendwie auch wirklich schön und sage ihr auch, ey komm, wenn du das willst, am Ende gibt's keinerlei Garantie dafür, dass du irgendwie mit irgendwas, was du machen willst, erfolgreich oder nicht erfolgreich bist. Sondern es gibt nur das Ding, meiner Ansicht nach, dass du versuchen solltest, mit dem glücklich zu sein, was du machst. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist wirklich so. Aber es ist tatsächlich so, weil ich sehe Parallelen, und zwar auf zwei Punkten. Einmal war meine Oma damals auch meine Beraterin, die immer gesagt hat, wenn du das möchtest, dann mach es einfach, oder dann zieh es auch durch. Und zum Zweiten mein Cousin. Damals, also mein Onkel und meine Tante, beide klassische Musiker, Berliner Sinfonieorchester, Violino, Bratsch hat mein Onkel gespielt, meine Tante war Sängerin im Rundfunkchor. Und dementsprechend musste mein Cousin in dieselbe Richtung gehen. Und der hat angefangen zu singen im Kinderchor Omnibus. Pionierchor Omnibus. Genau so hieß der damals. Dann hat er Violine gelernt, hatte aber dafür nie so Interesse. Ja. Dann musste er Trompete lernen, hatte auch kein Interesse gehabt. Er wollte Schlagzeug.
Und das ist ja genau wie bei mir. Ja, genau. Übrigens. Und also, das fanden die, also mein Onkel, meine Tante gar nicht gut. Und dann musste er mit seinem Schlagzeug in den Keller und er wollte ganz andere Musik machen. Er wollte, weiß ich nicht, die Purple fand er super und Pink Floyd fand er super. Und die ganzen klassischen Musiker, damit konnte er nichts anfangen, weil seine Eltern genau das gemacht haben. Also das ist ja wirklich fast deckungsgleich, weil ich habe angefangen als 7-8-Jähriger Cello zu spielen. Also ich war da richtig gut auch. Ich habe da so Schülerwettbewerbe gewonnen und sowas. Und fand das irgendwie langweilig irgendwann und habe dann vielleicht auch durch Johann Sebastian Bach Trompete gelernt. Und hab meinen Eltern eben gesagt, hey, Trompete finde ich eigentlich doch geiler. Und wollen wir das mal versuchen? Und ja, und klar, da war ich irgendwie 12 oder so. Mhm. Und dann haben die das teure Cello irgendwie versetzt und haben mir dafür eine Trompete gekauft, die auch teuer war. Und Trompetenlehrer. Und dann nach 2 Jahren habe ich gesagt, nee, Trompete nicht, jetzt will ich Schlagzeug. Ja? Und da haben meine Eltern gesagt, das finde ich auch irgendwie eigentlich eine coole erzieherische Maßnahme. Ey, wir haben dir jetzt 2 Instrumente irgendwie hier gegeben. Wenn du das wirklich willst, mach's selbst und kümmere dich selbst drum. Und haben mir nicht irgendwie ein Schlagzeug gekauft, mir keine Kohle gegeben. Und ich habe damals ich bin großer Queen-Fan, schon immer gewesen. Du hast die Sammlung verkauft, wa? Ich habe die ganze Sammlung, die ganze Schallplattensammlung verkauft, die teilweise von meiner Oma kam, die mir die aus dem Westen mitgebracht hatte, oder die ich mir teilweise selbst auf Westreisen gekauft habe. Ja, 12 Queen-Platten, 100 Ostmark. Das war genau die Einheit damals. Ein 100 hat so eine Platte immer gekostet aus dem Westen. Ja, ich weiß. Und dann hattest du 1200 Mark und konntest dir dafür ein schönes Amati-Schlagzeug kaufen, das ich heute immer noch habe. Das alte Amati-Ost-Schlagzeug? Ja. Das hat einen ganz besonderen Sound, ne? Na, Sound ist mir, ich weiß nicht, ich glaube, es hat so einen Ost-Sound. Es hat, glaube ich, einen Scheiß-Sound, muss ich mal ehrlich sagen. Also wenn natürlich, wenn du heute irgendwie ein Schlagzeug, dann klingt das echt irgendwie schon amtlich. Wenn du einen Pearl daneben stellst und du hörst einen Amati, dann hörst du den Osten raus. Das ist das große Problem. Ja. Ich hatte auch mal das Gefühl bei meinem Cousin damals, dass das geklungen hat wie so eine Blechbüchse. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn er das in einem ungedämmten Keller gespielt hat, was war ziemlich übel, muss ich sagen. Naja. Aber du hast das noch, ja? Ich habe das noch. Krass. Also ich bin jetzt nicht so ich trommle nicht jeden Tag und hab's auch zur Zeit zusammengebaut, aber ich werde es irgendwann wieder aufbauen und werde wieder gucken, weil du verlernst es nicht. Also ich bin jetzt überhaupt kein filigraner Trommler. Ich kann, glaube ich, ganz gut Punkrock schroten, ich kann ganz gut Viere durch und schnell und irgendwie so tun, als ob. Also übrigens Klavier auch. Das ist bei mir auch so ein Ding. Ich bin überhaupt kein Pianist, aber ich mache Solokonzerte, wo ich den ganzen Abend Klavier spiele und dazu singe und so tue, als ob ich ein Pianist sei. Und ich sage immer, ich bin kein Pianist, ich bin Klavierspieler. Und habe mir so ein paar coole Moves raufgeschafft, die so einen guten Eindruck erwecken. Und ansonsten drücke ich Harmonien und spiele so Klavier, wie ich es gelernt habe. Niemals nach Noten, sondern immer nur nach Gehör. Beatles, Queen, Lindenberg, Scherben, Rio Reiser. Das waren die Songs, die ich irgendwie cool fand, die ich selbst singen wollte und selbst spielen wollte. Und so habe ich mir selbst Klavierspielen beigebracht. Aber du kannst ja zumindest Noten lesen. Das können viele Musiker heutzutage nicht so richtig. Ich meine, als Thomaner musst du ja auch, als ehemaliger Thomaner musst du Noten lesen können. Das war wahrscheinlich das Erste, was du gelernt hast. Ne? Ja, aber nicht so wirklich. Also Noten lesen sind, glaube ich, verschiedene Sachen. Also wenn du mir jetzt ein Notenpapier gibst, also erstens kann ich vom Blatt singen. Ich kann ein bisschen vom Blatt singen, also aber nur deswegen, weil ich sehe, hey, die ausgemalten Noten sind schneller als die nicht ausgemalten Noten und die, wenn es nach oben geht, singst du nach oben, wenn es nach unten geht, geht es nach unten. Okay. Aber wenn du mir jetzt wirklich irgendwie ein abstraktes Werk vorlegen würdest, wo du keine Harmonien hörst, ich könnte dir das nicht so richtig vorsingen. Und Klavierspielen nach Noten kann ich überhaupt nicht, kann ich null. Ja? Also ich glaube, da gibt's verschiedene Typen, die eben eher vom Gehör aus rangehen und oder die eben didaktisch irgendwie intellektuell von Noten aus rangehen. Und ich meine das auch gar nicht wertig. Ja, ich glaube, am geilsten ist, wenn du wirklich beides kannst. Aber ich kann eigentlich nur nach Gehör das machen. Denn wenn wir was gelernt haben im Thomanerchor, allgemein, wenn du in einem Chor singst, du lernst Musik verstehen oder hören. Du lernst erste Stimme, zweite Stimme, dritte Stimme, Sopran, Alt, Tenor. Habe ich alles gesungen. Und wenn ich heute diese alten Bach-Werke höre, dann kann ich das alles noch. Dann ist es alles noch in meinem Kopf drin, weil das, was du als Kind gelernt hast, das ist wie eine zweite Sprache. Und Thomaner war schon die harte Schule, muss man mal so sagen, ne? Naja, aber wir haben es, glaube ich, auch gar nicht so hart empfunden. Also ich habe das eher... Der Zeitplan bei euch war schon straff, oder? Der Zeitplan war extrem straff und ich habe heute auch den Tagesablauf immer noch voll im Kopf, wie das irgendwie alles abging, dass da 6.30 Uhr mit Klinge geweckt wurde. Wir waren damals, es gab 4 Schlafsäle für 93 Jungs. Im Internat? Im Internat, also in der obersten Etage. Und da haben wirklich dann 20 bis 25 Leute in einem Schlafsaal geschlafen. Dann bist du aufgestanden, hast dich gewaschen in einer Riesenreihe von Waschbecken, was am Anfang noch nicht mal Waschbecken waren in meinen ersten Jahren, sondern irgendwie so eine komische, wie so ein Trog oder wie so Steintrog, so eine Eisenrinne mit Schüsseln, die drüber waren, die man umdrehen konnte. Also immer noch alles voll im Kopf drin. Dann 6.55 Uhr Frühstück, 7.15 Uhr losgehen zur Schule, ab 7.40 Uhr, glaube ich, erste Stunde, dann bis 13.30 Uhr Schule, dann 13.45 Uhr Mittagessen,
14.30 Uhr bis 15.15 Uhr, strenge Arbeitszeit, also Hausaufgabenstunde. Wahnsinn. Und dann die Proben, gestaffelt nach Stimmlagen, nach Stimmgruppen, also Sopran, Alt, Tenor und also immer ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Donnerstag Gesamtchorprobe von 2 Stunden, von 15.30 bis 15. Von 16.30 bis 18.30, so war es, genau. Was und dann 18.30 Abendessen und ab 20.10 Uhr gestaffelt ins Bett gehen. Die Jüngsten 20.10 Uhr, danach eine halbe Stunde später die Klassen, weiß ich nicht, 7 und 8. Dann 9. und 10. Klasse irgendwie eine halbe Stunde später. Und die 11. und 12. Klasse konnte dann theoretisch schon so lange aufbleiben, wie sie wollte. Das hat sich aber im Laufe der Zeit etwas verändert, hoffentlich, oder? Natürlich, also ich bin heute ein bekennender Nachtmensch und bin wirklich definitiv viel, viel lieber nachts zugange und unterwegs als am Tag. Was nicht, ich weiß, meine ich auch nicht wertig, aber ich glaube, auch da gibt's Typen, die sind so und die sind so. Und manchmal wundere ich mich total, wenn ich irgendwie früh aufstehen muss, wie geil das auch ist. Früh irgendwie, da ist es ja schon hell und das ist ja irgendwie auch was ganz was anderes. Was ist da los? Du, ich habe 10 Jahre die Morgenshow moderiert. Insofern, da war es noch nicht hell, wenn du aufgestanden bist. Ja, insofern. Aber ich wollte auf die Thomanerchor nochmal zurückkommen. Das hat sich aber auch im Laufe der Zeit verändert. Oder waren die Regeln da in den Jahren danach genauso streng immer noch? Nein, das ist natürlich wirklich, also da muss man mit der Zeit gehen. Das ist völlig logisch. Und heute ist dieses Internat völlig anders aufgebaut. Also viel moderner, viel kleinere Einheiten. Also früher, wie gesagt, zu 20, 25 im Schlafzimmer. Heute sind das wirklich irgendwie Dreier- oder Zweierzimmer. Ja, mehr oder weniger. Und das ist auch richtig so. Ja. Und das, hey, es hat alles seine Zeit. Und ich glaube, dass das damals richtig war. Und wir haben es. Im Nachhinein finde ich das, ich kann das gar nicht so richtig verstehen, weil ich im Nachhinein auch denke, ey, das ist ja wie Kaserne. Aber ich habe das nie so empfunden. Wir haben das eigentlich immer wie so eine große, ewige Klassenfahrt empfunden. Ja. Ich komme ja vom Sport, insofern kenne ich das ja. Also diese Hierarchie auch. KJS oder KJS, sowas. Genau, ja. Kinder- und Jugendsportschule. Kinder- und Jugendsportschule wurde genau definiert, wo, was, wie, wann, zu welchen Zeiten. Und da Schule, Training, Dings, Wettkämpfe, das war ja alles genau organisiert. Aber auch und was haben sie dir für Drogen gegeben? Ja, was haben sie dir, ne? Wir haben, das hast du doch irgendwie das schon waren Zeug damals gekriegt, alles Vitamine. Ja, genau. Wieso war die Jens, blau? Nimm mal diese Pille, genau. Nimm mal diese blaue Pille. Ja, genau. Das sind Vitamine blau? Als junger Mensch hinterfragt man sowas auch nicht so richtig, ne? Aber ich, also übrigens wegen Hinterfragen, ich habe das genau durch diese Zeit schon gelernt, Sachen zu hinterfragen. Also einfach irgendwie auch Autoritäten anzuzweifeln oder irgendwie einfach zu sagen, hey, es muss nicht alles stimmen, was mir irgendjemand sagt. Sondern da haben mich auch meine Eltern so drauf gebracht. Und meine Eltern waren auch immer, also haben sie mir im Nachhinein dann erzählt, sie waren sehr froh, dass sie mitgekriegt haben, dass die Erziehung, die sie mir haben angedeihen lassen, da schon verfangen hat, ja, dass da schon irgendwie wirklich was übrig geblieben ist und dass man eben, und ich würde das heute auch immer wieder allen sagen, ja, also wirklich versucht bitte, Autoritäten zu hinterfragen. Also jetzt lehnt euch auf gegen Sachen, die euch unsinnig und die euch nicht cool vorkommen. Ja, ich finde das immer richtig und immer gut, weil es stimmt nicht alles, was die Erwachsenen sagen. Also wirklich, liebe Kinder, hört zu und wirklich lehnt euch auf gegen irgendwelchen Scheiß. Ja, irgendwann fängt man an zu denken, ne? Also für mich war damals mein Trainer, meine Vaterfigur, mit dem ich ja viel Zeit verbracht habe. Ich hätte niemals Dinge hinterfragt. Dinge, die er gesagt hat, waren gesetzt damals. Ja, ja. Das war einfach so, ne? Ja, sollte man nicht machen. Also, aber die Autoritäten in einem Internat sind ja nochmal andere, ja? Und da musst du eben dann wirklich gucken, oder auch die Autoritäten in der Schule. Ja? Natürlich, hey, ich will hier nicht irgendwie, also ich bin aus dem Chor kurz vorher rausgeflogen, also wirklich ganz kurz vor Schluss, so 3 Wochen bevor das alles zu Ende war, wegen Disziplin und wegen eben irgendwie sich nicht unterordnen wollen und irgendwie Regeln brechen. Und das klingt jetzt auch wieder viel heldenhafter, als es eigentlich war. Ich war echt genervt und habe wirklich gedacht, nee, ich will das nicht mehr und will irgendwie was anderes machen, eine andere Musik machen. Ich will irgendwie nicht mehr nach diesen strengen, korsettmäßigen Regeln leben. Und als ich dann da rausgeflogen bin auf dieser letzten Sommerreise des Thomanerchors 1985, habe ich gedacht, scheiße, ey, du kommst jetzt nach Hause, was sagst denn du eigentlich deinen Eltern? Wie kommst du damit klar und wie kommen die damit klar vor allem? Und dann komme ich nach Hause und sagt meine Mutter, ach, was machst denn du schon hier? Es gab ja nicht irgendwie Handy oder sowas. Also ich glaube, die haben angerufen, ja, der kommt jetzt nach Hause, aber auch gar nicht so richtig erzählt, warum. Und meine Mutter fragt nur, bist du rausgeflogen? Ne? Ich sage, ja, bin rausgeflogen und habe nur gedacht, jetzt gibt's irgendwie ein Donnerwetter. Gab's aber nicht. Meine Mutter hat dann echt sehr cool gesagt, ach Mensch, siehst mal so, da hast du jetzt irgendwie 3 Wochen länger Sommerferien und dann genießt das. Das ist aber gut. Und dafür, dass sie eigentlich dir eine klassische Musikkarriere angedacht hatten, hat sie dann wirklich cool reagiert. Ne? Ich meine, im Fall deines Bruders und deiner Schwester hat das ja gut geklappt. Ne? Dein Bruder hat ja mit klassischer Musik sehr viel zu tun. Hey, was du alles weißt, geil. Und deine Schwester ist ja auch eine tolle Sängerin. Meine Schwester ist Oratoriensängerin nach wie vor, obwohl sie auch schon, ich bin jetzt 55, meine Schwester ist 2 Jahre jünger und sie ist nach wie vor echt
gut im Game, wie wir Hip-Hopper sagen. Wie wir Hip-Hopper sagen. Apropos Hip-Hop, Leute, ich muss kurz Werbung machen für... Das neue Album, das heißt Krone der Schöpfung, da ist auch Hip-Hop drauf. Na, das, ich wollte es jetzt gar nicht so plump sagen, nein, aber wir haben vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Wir haben ja auf dem Album jetzt Krone der Schöpfung, ein Album, auf das ich wirklich echt stolz bin, weil wir es nach 30 Jahren geschafft haben, ein Album zu machen, das wirklich frisch klingt und das mit neuen Songs irgendwie daherkommt. Wir haben 12 neue Songs drauf und, deswegen erzähle ich das jetzt, und 5 alte Prinzenhits, die wir mit Gästen aufgenommen haben. Wir haben Schweinsein mit den Doofen aufgenommen, mit Wiegald und Olli, Wiegald Boning und Olli Dittrich. Wir haben mit Mine zusammen Gabi und Klaus aufgenommen. Wir haben mit Deine Freunde, eine Hip-Hop-Kinderband eigentlich, die sehr, sehr cool ist, alles nur geklaut aufgenommen. Wir haben... Motrip hast du vergessen. Das wollte ich als großen Höhepunkt machen. Eins fehlt noch. Es fehlt Jennifer Weiss. Jennifer Weiss, die Sängerin von Jennifer Rostock. Ja. Mit der haben wir Küssen verboten aufgenommen. Und mein Highlight ist, deswegen, hey, yo, liebe Freunde, Hip-Hop. Liebe Hip-Hop-Community. Nein, wir haben, ich wäre so gerne Millionär, mit Echo Fresh und Motrip aufgenommen. Und das ist wirklich ein völlig anderes Lied geworden. Das war auch die Ansage, dass ich... Wir haben ihnen echt gesagt, ey Jungs, macht euch das Lied zu eigen, macht was Neues draus, versucht das in die Zeit zu holen, und das haben sie gemacht und das ist richtig cool. Und Echo ist eben eher so der fröhliche, lustige, yo, Party, People, und Motrip ist wirklich ein nachdenklicher, extrem reflektierter, also Echo ist auch reflektiert, aber auf eine andere Art, und Motrip hat wirklich einen Text gemacht, den ich so großartig finde und wo ich auch dann wirklich als Mitte 50-jähriger alter Sack so viel lerne von solchen jungen Leuten. Er ist 20 Jahre jünger als wir und ich lerne einfach irgendwie, dass die Musik oder die Sprache oder alles Mögliche sich immer weiterentwickelt und dass man natürlich irgendwie dazu neigt zu sagen, früher war alles besser. Nee, war es nicht. Weil es gibt Sachen, und das liegt, glaube ich, auch in der Natur der Sache, die die alte Generation nicht mehr verstehen darf, weil die neue Generation damit ankommt. Aber sich da reinzufuchsen und zu sagen, ey, ich bin gespannt und ich bin neugierig, was da kommt, das versuche ich richtig mir als Programm hinter die Ohren zu schreiben. Und das funktioniert. Und ich will das nicht irgendwie auf Teufel komm raus irgendwie jugendliche Sachen verstehen oder so, aber ich versuche mich damit zu beschäftigen und bin wirklich ein großer Hip-Hop-Fan, bin mittlerweile wirklich irgendwie, das fing ja mit den Fantas damals an in Deutschland und dann mit den Broten, Fettes Brot und die ganze Hamburger-Connection, und mittlerweile bin ich extrem hardcore auf Antilopen-Gang. Und ich grüße meinen Freund Danger Dan, der gerade auch ein hervorragendes Album rausgebracht hat. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Hört euch dieses Album an. Danger Dan, das ist wirklich für mich der absolute Hammer. Und das ist übrigens kein Hip-Hop, sondern das ist nur Klavier mit, kleiner Funfact, mit sehr intelligenten Texten. Mit aber auch wunderschönen Melodien und mit String Arrangements, mit Streicherarrangements von Mine. Da schließt sich wieder der Kreis, weil da Mine, die Sängerin, mit der wir zusammen Gabi und Klaus neu aufgenommen haben, die hat sozusagen für Daniel, für Danger Dan, die Streicherarrangements geschrieben. Und diese Platte ist ganz großartig und hat nichts mit Hip-Hop zu tun, hat wirklich, ist eigentlich voll oldschool. Man könnte sagen Franz Schubert oder Georg Kreisler oder eben Singer-Songwriter-mäßige Dinger. Und ich bin großer Fan von dieser Platte. Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich muss dir eine Frage stellen zwischendurch, Sebastian. Hast du wirklich gedacht, dass ich, weil wir jetzt chronologisch uns im Urschleim befinden, auf das neue Album nicht zu sprechen kommen? Überhaupt nicht, nein. Oder? Ich habe nur gedacht, wegen Hip-Hop. Ey, ja, komm, wir plaudern hier miteinander und unterbrich mich bitte, wenn ich dir zu viel Scheiß erzähle. wenn ich mich unterbrechen lasse, ja, das ist ja aber doch die Frage. Ich hebe dann hier das große Stoppschild und sage, Moment, ich will auch was sagen. Nee, aber wir haben natürlich eine ganze Menge zu besprechen. Also es gab ja diverse Sachen, die wir heute noch ansprechen werden. Also für alle, die jetzt sagen, okay, kommen die dann auf das aktuelle Zeug auch noch zu sprechen? Klar, es gibt 30 Jahre Prinzen zu besprechen. Es gibt das neue Album, das erste Mal auf 2 eingestiegen ist. Es gibt aber natürlich auch noch ein paar Sachen in unserer Historie zu klären, weil wir ja wirklich tatsächlich auch viele Jahre parallel gelaufen sind und viele Shows gemeinsam gespielt haben. Und alte Menschen neigen dazu, in der Vergangenheit zu leben. Nein, wir nicht. Guck mal, ich finde schon dafür, dass wir, sagen wir mal, jetzt 66 geboren sind und ich dir folge mit, ich werde ja dieses Jahr auch noch 55, dafür sind wir noch ziemlich up-to-date, habe ich so den Eindruck, oder? Also ich glaube, dass es ja allgemein so ist, dass heute Leute, die über 50 sind, viel jünger sind als Leute, die über 50 waren, als wir 30 oder 40 Jahre jünger waren. Da waren die richtig alt damals, ne? Ja, natürlich. Und ich glaube, also natürlich sind wir heute auch für viele junge Leute echt alt. Darf man auch nicht vergessen. Aber ich glaube trotzdem, dass dadurch, dass die Leute immer älter werden und natürlich auch deswegen, weil wir eben auch Kulturen verstehen und vielleicht weniger konfrontativ auf die junge Generation reagieren,
da wachsen andere Sachen zusammen. Und da ist, ich glaube, hey, ist auch wieder so ein komischer Spruch, ja. Das Alter ist nur eine Zahl, ja. Natürlich ist das Alter nur eine Zahl. Und natürlich weiß ich, und das wissen wir beide, wenn du älter wirst, irgendwann, spätestens wenn dein Körper sagt, hey, Baby, 2 Tage hintereinander durchfeiern, keine gute Idee. Tut ja? weh heutzutage. Mein Freund Toni Kral, City-Sänger, sagt irgendwie, ich brauche mittlerweile 2 Tage Rekonvaleszenz, ja. Und ja, das ist, so ist das, ja. Und da muss man irgendwie vorsichtig sein und aufpassen und eben auch versuchen, vernünftig zu sein. Und ich weiß, dass mir das manchmal sehr schwer fällt, aber ich kenne eben auch solche Leute wie Lindenberg, die irgendwann einfach gemerkt haben, hey, wenn ich so weitermache, wie ich bis jetzt gemacht habe, dann werde ich das nächste Jahr nicht überleben. Die Ärzte haben, die ihm dann gesagt haben, pass mal auf, mein lieber Freund. Hör auf zu saufen. Hör auf zu saufen. Und versuche, und wir waren mit ihm auf Tour, 1992, als er uns mit auf seine große Tournee genommen hat, und das war schon für mich auch als Lindenberg-Fan teilweise schon hardcore, weil ich irgendwie gedacht habe, ey, jetzt hier bricht ein Denkmal zusammen. Und habe jetzt mit ihm neulich gerade drüber gesprochen, weil ich habe ein Buch geschrieben, da habe ich das auch teilweise, habe ich das thematisiert. Courage zeigen? Courage zeigen, ja. Mhm. Und ich hatte jetzt eine Lesung in der Elbphilharmonie in Hamburg, was wirklich total geil war, was für mich ein großes Highlight war. Und er war mit bei? Nee, er war nicht dabei, aber ihm hat irgendjemand ein Video geschickt von der Passage, die ich da vorgelesen habe. Und er hat mir gesagt, dass er das irgendwie, dass ich aufpassen soll, dass ich das nicht so sehr dramatisiere und lieber mal doch ein bisschen erzählen, ja, die Nachtigall hat eben ein bisschen zu tief ins Glas geguckt und hat es dann geschafft, sich wie Phönix aus der Flasche selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Und sozusagen nicht irgendwie dramatisch zu sagen, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und ich würde nie was auf Udo Lindenberg kommen lassen, weil ich ihn wirklich für einen der bedeutendsten deutschsprachigen Künstler. Blut. Ja, also und wie gesagt, mir hat das fast ein bisschen wehgetan. Er schrieb mir eine WhatsApp-Nachricht und sagte, mach doch mal ein bisschen anders. Versuch's mal ein bisschen humorvoller irgendwie rüberzubringen und so. Und er ist so ein reflektierter Typ. Und heute gerade als 75-jähriger Mann, so fit, wie er noch nie war, körperlich und geistig. Absolut. Ja? Und das finde ich ein großes Vorbild. Er hat damit vor 15 Jahren angefangen, wirklich sein Leben zu ändern. Also ich habe noch 5 Jahre Zeit. Ich kann nur sagen, was mir damals aufgefallen ist. Früher war es ja so, klassische Vorband und dann gab es immer das Hauptprogramm. Er hat ja damals das anders gemacht. Er hat euch ja in die Show eingebaut. Warst du bei der Tour im Konzert? Oder? Ich habe das, glaube ich, als Video gesehen, wenn mich alles täuscht. Ja. Ja? Da habt ihr in der Mitte gespielt. Das heißt, er hat irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gespielt oder so. Dann habt ihr was gespielt. Dann kam erstmal und jetzt meine Freunde aus Leipzig und haben mit ihm zusammen. Dann habt ihr gemeinsam noch was gemacht und dann hat er weitergespielt. Genau. Er brauchte aber die Pause zwischendurch, ne, zu dem Zeitpunkt. Ja, auf jeden Fall. Das war so mein Eindruck davon. Ne? Naja, aber es hat, glaube ich, auch eine Menge erstmal mit Fairness zu tun. Oder mit eben, ich suche mir jetzt ja nicht irgendwelche Leute, die ich als Vorband verheize, sondern ich arbeite die in meine Konzerte ein. Und das hat er immer so gemacht. Das war auch meine große Fanzeit mit Udo Lindenberg, livehaftig, eine großartige Liveplatte, wo, ich glaube, Eric Burden war dabei, Ulla Meinecke war dabei. Und die waren immer Gäste und die waren nie irgendwie Vorgruppe. Und es gibt ja dieses alte Ding, wenn du eine Vorgruppe hast, da gibt es so ein, wurde früher immer gesagt, gibt es so einen Knopf am Mischpult. Mach leise. Mach leise. Ja? Und dann mach eben Support nicht so sehr. Genau, und wenn du cool bist und wenn du wirklich dir das eben auch leisten kannst und wenn du wirklich cool bist, wenn du eben über den Dingen stehst, dann kannst du sagen, nö, wenn ich Gäste habe, dann feature ich die. Und dann verbrate ich die nicht so und dann stelle ich mich mit denen auf eine Stufe. Also Lindenberg ist für mich einer der größten Künstler, die wir haben in Deutschland, weil er macht intelligente Texte, er erfindet sich immer wieder neu, der ist immer am Puls der Zeit, der ist absolut toll. Ich habe den bei verschiedenen Radiostationen schon kennenlernen dürfen. Es ist ein großartiger Künstler, wie ich finde. Ja. Und er macht, das ist ja sein Credo. Diese Konzerte macht er immer so. Wenn er im Hotel spielt, dann holt er sich Clouseau und alles als Gäste dazu und macht zwischendurch irgendwelche Versionen von alten Lindenberg-Songs zum Beispiel mit Gästen. Finde ich großartig. Ja, und es ist vor allem die große, wie er selbst sagt, Panikfamilie. Ja? Mhm. Also wenn du da zu Besuch kommst, du bist immer willkommen. Du bist immer irgendwie Teil dieses ganzen großen, wunderbaren Zirkuses. Ja? Und das ist wirklich, das finde ich ganz, ganz, ganz fantastisch. Und Udo sagt ja übrigens auch, finde ich auch, ich lerne ja wirklich viel von ihm auch oder habe von ihm viel gelernt und lerne immer noch sehr viel von ihm. Wenn Leute sagen, Mensch, ist das nicht anstrengend und irgendwie hier 2 Stunden auf der Bühne. Er hat ja die Vokabel Tourlaub. Wir gehen auf Tourlaub, ja, hat er erfunden. Und das finde ich wirklich geil, weil natürlich kann eine Tour anstrengend sein und auch körperlich und auch irgendwie Stress. Aber eigentlich ist es wirklich so, dass diese 2 Stunden oder diese 2,5 Stunden, die du auf der Bühne bist, ist eigentlich am Ende, ja, jetzt könnte ich fast wehleidig werden, das, was uns zurzeit allen fehlt, als Musikerinnen und Musiker, dass du eben vor Leuten spielen darfst. Du holst dir sozusagen deinen Applaus, den Adrenalin, du holst dir das, weswegen du irgendwann mal angefangen hast, eine Band zu gründen, das holst du dir ab. Und das ist nicht irgendwie harte Arbeit, nee, verdammt, das ist irgendwie das, wonach wir lechzen, was für uns jetzt wieder, ich will jetzt nicht pathetisch werden, ja, aber es fehlt uns wirklich. Wir haben unser letztes Konzert am 6. Oktober 2019 gespielt. Am 6. Oktober, ey, das ist ja irgendwie sozusagen heute vor... Ja.
Ja, 2 Jahre her. Das ist schon echt der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Morgen übrigens ein großer Feiertag, also theoretisch. Wir hatten früher schulfrei. Wir können mal das Oktober, ja. Genau. Was war das 7. Oktober, liebe Freundinnen und Freunde? Aber ich sage das einfach mal auch aus der Sicht des Radiomoderators. Es ist ja so, die Leute sagen, okay, der macht da bis ich 3 Stunden Sendung oder 5 Stunden Sendung. Naja, ist ja lockerer Arbeitstag. Dass da noch 12 Stunden dranhängen, die man braucht, um den ganzen Scheiß alles vorzubereiten. Aber wenn sich das anfühlen würde wie Arbeit, dann würden wir es nicht machen. Das muss einfach, das ist der Übergang des Fließens zwischen Arbeit und Freizeit. Ja, es ist ja auch die Frage, glaube ich, wie du Arbeit konnotierst. Also genau. Was du als Arbeit bezeichnest. Ob Arbeit ist ja nicht irgendwie Maloche. Arbeit ist ja nicht irgendwie, also klar, ist es schwer, irgendeinem Bergbauarbeit sozusagen, ist doch keine Arbeit, weil das ist harte, harte, harte Arbeit. Oder ein Krankenpfleger oder eine Krankenschwester oder irgendjemanden, der wirklich irgendwas macht, wo du wirklich richtig körperlich und geistig gefordert bist, wo du auch noch, oder wenn du Verantwortung trägst, wenn du Arzt bist, dann kriegst du graue Haare. Und wenn dir, also ich habe viele Freundinnen und Freunde, die wirklich gerade im Gesundheitswesen arbeiten und ich könnte das nicht. Und ich glaube, nicht. Das ist wirklich richtig harte Arbeit. Gut, aber ab auch vor diesem Job. Im Hospiz arbeiten oder irgendwelche Dinge, wo ich wirklich dann immer denke, ey Leute, ich hab's so gut getroffen. Mache das, was ich am liebsten mache. Und wie gesagt, es ist am Ende keine Arbeit. Nee, fühlt sich nicht so an. Jo. Darf es auch nicht. Ja, wir haben weiterhin Spaß an den Dingen, die wir machen. Lindberg war einer der wichtigen Menschen in deinem Leben bisher. Und Annette Humpe. Unbedingt. Ja. Annette ist, Die hat euch damals sozusagen gefunden. Also sie hat den Rohdiamanten entdeckt und hat gesagt, den schleifen wir mal ein bisschen. Das hast du aber schön gesagt, ja. Das war ja wirklich ein bisschen so. Also wir waren damals bei irgendeiner Talente-Show. Heute würde man fast sagen Casting-Show. Also jetzt ohne Fernsehen, ohne Medien, aber Westberliner Verleger und Plattenfirmen-Chefs. Damals übrigens wirklich ausschließlich männlich, weil ich versuche mir ja immer anzugewöhnen, Verlegerinnen und Verleger oder Plattenfirmen-Chefs und Plattenfirmen-Chefinnen. Mhm. Ja. Anderes Thema. Ich will das nur kurz erklären, warum ich sage Chefs und Verleger. Ja? Nein. Aber ja, okay. Und die haben damals so eine Talente-Show gemacht, weil die eben gucken wollten, ey, was gibt's denn da im Osten so? Und wir haben damals gerade mit Scholle, mit Dirk Zöllner, guter Freund, damals Chicorée, später die Zöllner, heute immer noch die Zöllner, wirklich nach wie vor ein guter Kumpel von mir. Bei dem haben wir als Herzbuben einen Chor auf eines seiner Lieder, Keep Smiling, eingesungen. Und das war in den Hansa-Studios und da fand dann irgendwie dieses Ding statt. Und fragte Scholle uns, hey, wollt ihr da vorbeigucken? Weil wir sind schon zu sehr etabliert sozusagen. Es war ja wirklich so, die Zöllner und auch die vorher Chicorée, die hatten schon irgendwie auch eine Platte gemacht oder mindestens eine Quartett-Single, wie es damals hieß. Und wir noch gar nicht. Und deswegen sind wir da vorbeigekommen und haben da eben herzbubenmäßig, ich bin der schönste Junge aus der DDR und noch ein paar Covers, irgendwie My Generation von The Who und ein paar Beatles-Songs, a cappella gesungen. Und das fanden ein paar Leute geil. Und einer von denen war George Glück und Peter Meisel, 2 Verleger und 2 wirklich große Urgesteine in der Verlagskultur. Und die haben uns mit Annette Humpe zusammengebracht, weil George Glück hat damals Annette gemanagt, wie auch Rio Reiser. Der hat irgendwie viel von dieser ganzen Berliner und Hamburger Musikszene unter seinen Fittichen gehabt. Und Annette hatte gerade die Ideal. Platte Rio der Ersten. Nee, Ideal war schon vorbei. Ideal ist ja schon irgendwie 87, glaube ich, irgendwie haben die sich aufgelöst. Stimmt, ja. Und 1990 hat sie König von Deutschland, die Platte von Rio, produziert. Reiser. Ja. Und das waren ihre ersten Gehversuche als Produzentin. Und dann hat sie eben geguckt, hey, da ist so eine komische Kombo aus dem Osten. Eine komische hat sie bestimmt nicht gedacht. Doch, hat sie schon ein bisschen echt gedacht. Ja? Und das, also sie hat uns mal später gesagt, wenn ihr aus Castrop-Rauxel oder aus Hamburg oder aus Köln gekommen wärt, hätte ich mich nicht für euch interessiert. Ja, sie wollte unbedingt wissen, wie tickt der Osten, da ist irgendwie was Neues, was anderes und das hat sie interessiert. Und dann ist sie nach Leipzig gekommen, hat uns besucht und das war auch sehr schräg, weil wir haben gedacht, die große Annette Humpe kommt zu uns in unser graues, dreckiges, und das war es damals wirklich noch, Leipzig gefahren. Hab mit uns zusammen geredet, wir waren essen und sie war 3-4 Tage da. Ja, wir haben Demos gemacht zusammen, damals mit Wolfgangs Vierspurgerät. Und da waren die ersten Ideen da und dann irgendwann hat sie gesagt, komm, wir gehen mal, ich lade euch mal einen nach Hamburg. Und da war noch gar nicht Studio oder sowas gebucht. Sie hatte einen Kumpel, sie hatte einen Freund in Hamburg, Anselm Kluge, der eine Brassband hat, die heißt Täterä. Cooler Name. Und bei dem im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer haben wir die ersten Songs aufgenommen. Also Gabi und Klaus, also die erste Single damals. Ich weiß noch genau, ich habe das gesungen in den Kleiderschrank von Anselm Kluge, weil das hat irgendwie den Sound so gut weggeschluckt. Und da stand das Mikro so zwischen den Hemden, die da hingen. Und da habe ich Gabi und Klaus reingesungen. Und das waren die ersten Gehversuche. Und als das dann irgendwie, als es sich anschickte, dass es ein Hit wurde, als wir gemerkt haben, hey geil, der NDR fängt an, das zu spielen, hat die Plattenfirma gesagt, hey, jetzt Album machen. Und dann sind wir nach Hamburg gekommen und haben lange in Hamburg gelebt,
drei Wochen, vier Wochen lang und haben dort die erste Platte des Lebens grausam aufgenommen. Und dann hat es geknallt und dann, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, dann sind wir auch teilweise durchgeknallt. Muss man ja auch ehrlich sagen. Da kommen wir gleich. Auf die Arschlochphase kommen wir gleich noch. Die hatten wir ja alle irgendwie. Annette Humpe war übrigens auch schon hier und hatte, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt in ihrem Leben, wo sie sehr stolz drauf ist, dass sie euch damals entdeckt hat und zum Erfolg verholfen hat. Annette war hier. Das finde ich ja faszinierend, weil sie sich ja eigentlich mittlerweile voll rausnimmt. Ja? Sie hat ja keinen Bock mehr auf Mikrofone und auf Kameras. Sie sagt ja irgendwie so ein bisschen, sie hat viel erreicht und sie möchte wirklich, sie will nicht mehr irgendwie im Rampenlicht stehen. Also sie ist wirklich, Annette ist die beste Produzentin, die wir haben. Und die wirklich eine Frau, die, ja, wie du sagst, aus Rohdiamanten irgendwie was Großartiges machen kann. Und das kann nicht jeder. Ja, natürlich, also wir wären alleine ohne Annette niemals so weit gekommen, wie wir sind. Und wenn ich heute angesprochen werde von jungen Leuten, von nicht nur von 20-Jährigen, sondern auch von 10-Jährigen, von irgendwelchen Kids, die sagen, oh geil, mein Fahrrad ist mein Lieblingslied. Mein Fahrrad ist 30 Jahre alt. Ja, und da kommt ein 10-Jähriger Bengel an und sagt irgendwie, ey, cool, und fängt an, mir das Lied vorzusingen. Das liegt unter anderem daran, dass Annette immer darauf geachtet hat, dass die Texte charmant bleiben. Das war immer ihr Hauptspruch. Es muss charmant sein. Ihr dürft nicht irgendwie, weißt du, was du als Anfang, Mitte 20-Jähriger, hey, so ein kleines bisschen so, heute würde man sagen, so halb sexistisch oder so ein bisschen, hey, wir singen mal ein bisschen übers und sagen es aber nicht, ja? Und wir tun also so ein bisschen Altherrenwitz, ja? Und das hat sie immer gesagt, nee, Leute, macht das nicht. Das ist echt uncharmant und versucht da irgendwie cool zu bleiben. Und wir haben an den Texten mit ihr zusammengearbeitet. Die Songs haben wir schon zum großen Teil selbst geschrieben. Wir haben mit ihr auch ein paar Songs zusammengeschrieben. Aber die meisten Songs kamen an. Aber da hat sie eben so ein paar, und das sind manchmal nur ein Wort, zwei Worte, hat sie gesagt, oh nee, der Song ist geil, aber das eine Wort macht den Song kaputt. Hm. Und das macht ist weg. Annettes großes, großes, großes Verdienst. Ja. Sie war das letzte Mal, ich habe gerade überlegt, weil du sagtest, sie macht seit einiger Zeit nichts mehr. Sie war mit Adel Tawil gemeinsam hier. Das ist lange her. Das ist schon ein bisschen her. Ja. Ja. Aber sie war auf jeden Fall schon in dieser Sendung. Ich und ich. Ich und ich, genau. Und live übrigens, nur um das mal kleiner Fun Fact, wir haben immer dann gesagt, weil sie ja da nie mit aufgetreten ist live oder ganz, ganz selten, wir haben gesagt, ich und ich, die heißen live, ich und ich nicht. Ja, daran kann ich mich gut erinnern. Ja, schön, wir haben so viele Sachen zu erzählen. Also das war also noch ein weiter wichtiger Fels in der Brandung der Prinzen, könnte man sagen. Ich glaube sogar der wichtigste. Neben Lindenberg. Ich glaube sogar vor Lindenberg. Vor Lindenberg. Muss ich ehrlich sagen. Naja, ohne sie hätten wir Udo nie kennengelernt, weil damals im Studio, im Boogie Park Studio in der Eulenstraße 70A in Hamburg, Ottensen, Alter, Altona. Ich weiß, das ist ja Wahnsinn. Na, das hat uns doch geprägt. Ey. Wir waren so, das war für uns so ein im allerbesten Sinne Kulturschock, dass wir auf einmal in Hamburg waren. Ich habe vorhin schon gesagt, graues, dreckiges Leipzig. Und dann kommst du nach Hamburg in diese glänzende Glitzerstadt, in diese reiche, in diese andere Szene auch, völlig andere Szene. Und dann kommst du in ein Studio und da kommen eben dann auf einmal. Sie hat immer damals ihre ganzen Freundinnen und Freunde eingeladen. Ulla Meinecke kam vorbei und hat sich unsere Songs angehört. Rio Reiser. Mhm. Rio Reiser steht auf einmal hinterm Tresen im Boogie Park Studio und sagt, hey, ich bin Rio, ich koche heute für euch. Und dann kocht der für uns irgendwie ein Risotto. Und ich denke, ey, sag mal, das ist doch Rio Reiser. Und Rio, das ist doch der König von Deutschland und der irgendwie macht kaputt, was euch kaputt macht, singt. Und dann eben kommt Lindenberg reingeschwebt und sagt, Hallöchen, ich bin Udo und wir machen mal hier. Und dann kommt mit auf Tour. Und natürlich war der erste Stein, der alles ins Rollen gebracht hat, war Annette. Ohne Annette hätten wir die ganzen Leute nie kennengelernt. Ohne Annette wären wir nicht die Prinzen geworden. Weißt du, ich merke gerade, als ich darüber nachdenke, dass ich zu lange beim Radio arbeite. Weil du sagst, wenn Rio Reiser ein Risotto kocht, dann habe ich sofort Rio, Reis, Risotto. Ja. Das setzt in meinem Gehirn sofort irgendwas ein. Ich denke, scheiße, zu lange beim Radio. Weißt du? So heißt auch übrigens ein Kapitel in diesem Buch, über das wir gerade gesprochen haben. Annettes, ich weiß gar nicht mehr, Annettes Hilfe, Rios Reis und Udos Unterberg. Weil wir haben Udo, wir haben mit Udo die Tour gemacht und die haben wir damals genannt, 1992, die legendäre 92er Udo-Unterberg-Tour. Weil er wirklich hart auf Alkohol war. Hm. Naja, mittlerweile gibt es nur noch ein lockeres Likörchen. Ne? Ja, wenn überhaupt. Trinkt er viel Wasser. Ich glaube, er ist echt mittlerweile Antialkoholiker. Weil wir wissen ja, wie das ist. Wenn jemand alkoholkrank ist, dann gibt es nur entweder oder. Ich habe ihn gesehen beim Konzert in Berlin in der Mercedes-Benz Arena. Als Otto da war, großes Jubiläum, ein riesiges Konzert. Die beiden alten Herren, Anführungszeichen, sind über die Bühne gerockt, wie junge Hüpfer. Dachte, die kennen sich ja auch schon ewig. Ne? Ja. Die waren ja damals mit Westernhagen zusammen in dieser WG in Hamburg. Also Otto, Udo und Marius. Und das, also ich habe das alles gehört. Ich kenne die ganzen alten Geschichten und finde das auch wirklich großartig. Ja. Ja, wenn wir noch viel Zeit hätten, könnten wir das noch besprechen. Aber jetzt bleiben wir erstmal ein bisschen bei der Prinzen-Story. Weil 1990, 91, glaube ich, war es. Ich war, glaube ich, das erste Mal auf der Funkausstellung in Berlin. Ich weiß es noch genau. Also ich will nicht, dass wir uns getroffen haben, aber Funkausstellung Berlin 91, ich weiß es noch haargenau. Da habe ich euch gesehen. Ja.
Und ich bin da hingegangen, weil ich Thomas Gottschalk treffen wollte. Mhm. Ja, also mein großes Idol, das war ja der Grund, warum ich überhaupt irgendwann gesagt habe, ich möchte gern zum Radio, weil er war wirklich so einer. Pop nach acht. Alles, was der so gemacht hat, na sowas, sonst völlig egal. Also ja, zusammen mit Günther Jauch damals von der Funkausstellung, ich wollte das sehen, da musste ich hin. Und dann waren die Prinzen da und ich dachte, Gabi und Klaus, was für ein geiler Song. Das Ding habe ich von da, von der Funkausstellung bis nach Hause mitgenommen und das ging mir nicht mehr aus dem Ohr raus. Das ist so die nächsten 30 Jahre auch drin geblieben. Ne? Das Schöne ist irgendwie, weil, also ich hab's bei mir, es ist ja wirklich immer so, wenn du was ansprichst, sofort klickt ein Relais im Kopf und ich weiß, ey, Funkausstellung, meine Haupterinnerung an die Funkausstellung ist, dass wir da, wie gesagt, Gabi und Klaus gesungen haben und das war 1991 und haben die Scorpions gerade 25-jähriges Bandjubiläum gefeiert. Klaus Meine. Und seine Klaus, Frau ist, glaube ich, Gabi. Pass auf, und Klaus kommt an zu uns und sagt, und so richtig, wie er eben so, hey, ich bin der Klaus. Und die posen ja immer permanent. Ja, und das meine ich auch überhaupt nicht despektierlich, sondern das sind auch echt gute Jungs und oder gute Männer. Das sind mittlerweile, die sind ja auch über 70. Ja. Ja. Und der kommt an und sagt, hey, ihr habt ein Lied über mich gemacht, ich bin der Klaus, meine Frau heißt Gabi. Und das war so für uns auch so unvorstellbar, weil ich wirklich auch eine große Scorpions-Fanphase hatte. Ja. Scorpions, Michael Schenker Group, also irgendwie diese Hardrock live in, wie hieß die, Tokyo Tapes hieß die eine Platte und Worldwide Live hieß die andere Platte. Und natürlich Still Loving You und dann später natürlich, ja. Und natürlich Send Me an Angel, ne? Send Me an Angel, ja klar. Hm. Also ich war ein großer Scorpions-Fan und dann kommt auf einmal der Typ an und sagt, und habe ich gedacht, boah, ey, das ist ja der wirklich Klaus unglaublich. Meine. Die Scorpions waren übrigens auch hier, Olaf Schenker und Klaus Meine. Ja. Die kamen gerade aus den Staaten damals und dann kamen sie zu uns und wir hatten so ein kleines Buffet gemacht. Und da gab es das erste Mal, nachdem die aus den Staaten kamen, mit diesem ganzen Fastfood, hatten wir hier unser lokales Buffet mit Brötchen und Leberwurst drauf. Und das hat die inspiriert, einfach noch viele Stunden länger zu bleiben. Ja. Und wir haben noch tablettweise Leberwurstbrötchen bestellt, weil die da, oh, Leberwurst. Das hatten die schon Man ewig, muss ja auch ne? ehrlich sagen, dass die Scorpions, also die werden ja auch von einigen Leuten so ein bisschen belächelt, ja. Wird immer so gesagt, alle Scorpions und irgendwie Klaus Meine mit seinem komischen deutschen Akzent und so. Und da ist es ja wirklich so, es gibt ja diesen Spruch, der Prophet im eigenen Lande gilt nichts, ja. Und wenn man sich wirklich so überlegt, erfolgreich. Wie weltweit, dass die wirklich weltweit spielen, dass die in Amerika große Headliner-Touren spielen, ja. Wo dann irgendwie, ich weiß gar nicht wer, ob es irgendwie Alice Cooper oder irgendwelche Leute im Vorprogramm auftreten. Und da muss man ehrlich sagen, also man kann immer alles irgendwie kaputt wichsen. Man kann immer irgendwie über irgendwelche Sachen irgendwelchen Scheiß erzählen. Nee, mag ich nicht. Ich finde, man sollte irgendwie echt auch erfolgreiche Sachen anerkennen. Auch wenn es nicht mein Geschmack ist. Also Scorpions ist mein Geschmack, aber wenn ich irgendwie... Natürlich gibt es Sachen, die ich wirklich echt nicht gut finde, aber was steht es mir denn zu, irgendwelche Sachen schlecht zu reden? Ja, es sei denn, sie sind inhaltlich wirklich so, dass ich denke, nee, das lehne ich ab. Ja, dann bin ich wirklich voll dagegen und dann werde ich das auch immer sagen. Aber wenn es Musik gibt und selbst wenn jemand Schlager oder wenn jemand irgendwie keine Ahnung was für Musik macht, hey, soll er machen. Wenn er das ehrlich meint, wenn er das ernst meint und ich glaube auch wirklich, dass die Leute, die länger dabei bleiben, dass die nur dann lange dabei bleiben können, wenn sie es ernst meinen. Ich sage immer gern, ich bin meine eigene Zielgruppe und das ist erstmal mein erstes Korrektiv. Wenn ich einen Song schreibe, ich denke wirklich nicht drüber nach, wem könnte das gefallen. Ich möchte erstmal, dass ich das selbst geil finde. Und dann ist es irgendwie, hast du die Chance, dass du vor allem damit auch lange durchhältst. Wenn du eine Rolle spielst, wenn du so tust, als ob, wenn du einen aufmachst, dann wirst du das nicht lange durchhalten. Fakt ist, man muss Leistung immer akzeptieren, ja, auch wenn es auf einem anderen Gebiet ist. Wenn man selbst kein Schlagerfan ist, aber sich anguckt, was Helene Fischer zum Beispiel macht, dann sagt man, ja, obwohl Helene Fischer ja aus meiner Sicht keinen Schlager, sondern Deutschpop macht und eine großartige Künstlerin ist, aber selbst wenn man das jetzt nicht mag, ja, dann muss man anerkennen, dass sie einfach mit dem erfolgreich ist. Und wenn man keinen Hardrock mag und die Scorpions nicht mag, muss man anerkennen, dass die einfach mal weltweite Superstars sind. Ja. Das ist so. So, wir waren 1990 bei Gabi und Klaus und dann ging es ja los mit der Prinzen-Erfolgsgeschichte. Und dann kommen wir langsam in Richtung Arschlochphase oder ging es noch ein bisschen gut? Ne? Weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ich habe irgendwann festgestellt, nachdem wir uns dann irgendwann mal über den Weg gelaufen sind, dass ich so das Gefühl hatte, Mann, die Jungs sind aber ganz schön abgehoben. Also ganz ehrlich, ich glaube, das bleibt nicht aus. Und ich glaube, dass du, wenn du jung bist, und wir waren damals, wie gesagt, Anfang, Mitte 20, und wenn dir jeder sagt, was du für ein genialer Typ bist, und wenn du aus jedem Radio und aus jedem Fernseher rausguckst, und wenn alle dir immer sagen, boah ey, hammergeil, irgendwie, ich wäre so gerne Millionär, Mann im Mond, mein Fahrrad, irgendwie die erste Platte eben, Gabi und Klaus, Hammer-Songs sind irgendwie das Neue, die neuen Stars sozusagen.
dann denkst du irgendwann, ja, vielleicht, wenn dir jeder sagt, dass du ein total genialer Typ bist, da ist ja vielleicht auch was Wahres dran. Mhm. Und das ist genau die Falle, in die, glaube ich, jeder irgendwann früher oder später tappt. Obwohl wir uns immer gegenseitig gesagt haben, ey Leute, bitte lasst uns darauf Acht geben, dass wir nicht in diese Falle tappen. Aber ich glaube, du kommst da nicht drum rum. Und ich werde nie vergessen, wie eine unserer Promoterinnen oder überhaupt unsere Promoterin, mit der wir damals zusammen waren, von der Plattenfirma von Hansa Musikproduktion, Elke Krüger damals noch, Elke Richter, heißt heute Elke Krüger, habe ich jetzt gerade wieder getroffen, ist auch immer noch dabei, war bei irgendeiner Fernsehen habe ich sie getroffen und sie hat erzählt, wie ich damals bei irgendeinem Essen in irgendeinem echt schicken Hotel, sie nahm mich zur Seite und sagte, ey, sag mal, Sebastian, hast du mitgekriegt, wie du gerade die Kellnerin behandelt hast? Und ich habe das überhaupt nicht gemerkt und sie hat mir das erzählt, dass ich irgendwie voll irgendwie von oben herab irgendeinen dummen Spruch gemacht habe, wo ich echt gedacht habe, oh Hilfe, ey, ich habe es nicht mal gemerkt und mich dann wirklich entschuldigt habe und das war für mich so ein Knackpunkt, so ein Kipppunkt, wo ich einfach gemerkt habe und ich will das überhaupt nicht ausschließen, dass mir das nochmal passieren kann. Jeder hat irgendwann mal eine schlechte Phase, jeder hat irgendwann mal, ist mit dem falschen Fuß aufgestanden, aber ich versuche ernsthaft zu reflektieren, eine gewisse Art von, ich will gar nicht sagen Demut, aber irgendwie eine Achtung vor den Leuten zu haben, die unsere Musik gut finden. Oder von mir aus auch vor Leuten zu haben, die unsere Musik mittelgut finden. Oder die irgendwie, also wenn jemand freundlich auf mich zukommt, wenn jemand nach einem Selfie fragt oder wenn jemand nach einer Unterschrift fragt oder wenn mich jemand anspricht, er muss natürlich, er sollte höflich sein. Ich hatte es gerade gestern Abend wieder, dass irgendjemand angekommen, ey, hier, mach mal. Und dann sage ich, du, ey, bitte, ist immer auch ein ganz gutes Wort, ja. Aber ich würde es nie jemandem ausschlagen. Und das, ich glaube, das vergisst man schnell, dass wir ohne all diese Leute gar nichts sind. Wenn wir niemanden haben, der unsere Musik hört, wenn wir niemanden haben, der in unsere Konzerte kommt, dann haben wir kein Publikum. Und das ist gerade, wir waren eben schon bei diesem leidigen Corona-Thema, gerade in so einer Phase merkst du es wieder so extrem, wie sehr nicht nur finanziell dir das fehlt, weil wir wirklich einfach zurzeit wirklich kein Geld verdienen. Wir sind zurzeit nicht unterwegs und wir machen keine Konzerte und wir verdienen kein Geld. Wir haben das große Glück, dass wir Sachen zurückgelegt haben, dass wir gut Geld verdient haben in letzter Zeit. Es gibt so viele Bands, so viele Musikerinnen und Musiker, denen es nicht so geht, die nicht dieses Privileg haben, dass sie irgendwie Rücklagen haben. Aber das Geld ist nicht alles, wollte ich sagen. Ja, also es ist wirklich am Ende auch dieses, das Gefühl, dieses Du brauchst die Bühne, du brauchst den Applaus. Applaus ist das Brot des Künstlers. Das ist auch so ein Spruch, wo ich immer gedacht habe, was ist denn das für ein komischer Spruch? Es stimmt aber. Es stimmt total. Absolut. Es fehlt mir. Wenn du beim Radio arbeitest, hast du das nicht laufen, dass jemand draußen steht und sagt, das war jetzt aber total gut, was du da gerade gemacht hast. Ich meine, aber wenn du dann irgendwann mal auf einer Bühne stehst und vielleicht ein Festival mit den Prinzen spielst und dann feststellst, ach, die kennen nicht nur die Prinzen, sondern die kennen auch den Moderator oder die Ansagt, dann ist das auch ein gutes Gefühl. Klar. Ja, und ich meine, bei euch ging damals die Karriere ja, das ging ja durch die Decke von 90 bis 93, 94. Ich habe, glaube ich, 93, 94 habt ihr in Leipzig gespielt, dieses große Konzert, wo die ganze Stadt verstaut war, ne? Ja, das war schon der Hammer. Das war, da gibt's auch, also, Konzert for free war das, ne? Gab's eine DVD davon auch? Das war das Ende der alles nur geklaut Tour. Und das, also schon, dass diese Tour war ein, ich will jetzt gar nicht sagen Triumphzug, aber am Ende war es so. Ja. Wir haben zweimal Deutschlandhalle gespielt hier in Berlin. Wir, also zweimal 10.000 Leute an zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Wir haben nur ausverkaufte Hütten gehabt und wirklich nur große Hallen und haben dann gedacht, als letztes Konzert machen wir ein Free-Konzert in Leipzig auf dem Markt. Und da war wirklich die ganze Stadt außer Rand und Band. Da waren irgendwie, keiner weiß genau, wie viele Leute da waren, aber irgendwie 30, 40, 50.000 Leute. Der Markt, und nicht nur der Markt, sondern das ganze Zentrum war gerammelt voll und wir sind da eben rumgeflogen und haben gemerkt irgendwie, boah ey, ist schon geil, Popstar zu sein. Da war die heimliche sächsische Landeshauptstadt komplett auf den Beinen und es waren auch diverse Leute aus anderen Städten da, die das natürlich mitnehmen wollten, logischerweise. Ja, ja. Aber es gab ja zwischendurch auch eine Phase, wo die Prinzen dann nicht mehr so angesagt waren, ne? Also, ich glaube, das gehört immer dazu und das will ich jetzt auch gar nicht kleinreden, weil natürlich, also wir waren immer unterwegs, wir haben nie, also wir haben einmal so ein bisschen, 98 glaube ich, so ein halbes Jahr Pause gemacht, also auch voneinander, weil wir eine Mühle hinter uns hatten, die Platte Tour und das irgendwie über 6 Jahre, was echt sehr, sehr viel war und wo wir irgendwann gemerkt haben, scheiße, wir gehen uns gegenseitig auf den Geist und wir müssen irgendwie mal eine kleine Notbremse ziehen. Mhm. Aber wir haben bis auf diese kurze Phase der Unterbrechung haben wir immer weitergemacht, haben auch sehr viel live gespielt und ich glaube nach wie vor, dass eine Band dadurch lebendig ist, dass sie live spielt, dass sie raus vor die Leute geht, eine Band gehört, auf die Straße eine Band gehört, in die Clubs, in die Hallen. Und das haben wir immer gemacht. Und die Charterfolge blieben irgendwann eben aus. Bis jetzt. Yeah. Und das finde ich wirklich so. Und da muss ich auch mal sagen, ey komm, da bin ich so dankbar und das und weiß es eben wirklich zu schätzen. Ja, weil wir hatten früher in dieser Hardcore-Popstar-Phase,
haben wir gesagt, oh ey, schon wieder Goldverleihung. Ey, wir müssen jetzt schon wieder uns irgendwo eine goldene Schallplatte überreichen lassen. Und das ist eigentlich so überheblich und das ist so schade. Und aber wie gesagt, es bleibt nicht aus. Und du lernst erst, das wieder zu schätzen, wenn du es nicht mehr hast. Und dann kommt's. Ich sag dir mal zwischendurch etwas. Für mich waren die Prinzen immer eine der Bands. Ich meine, ich war, bevor ich beim Radio anfing, immer DJ, ne? Und die Prinzen waren Garant für eine volle Tanzfläche und gute Laune auf der Tanzfläche, weil die Songs alle Leute mitsingen können und konnten, damals schon. Und das ist bis in den heutigen Tag, es ist ja völlig egal. Man kann ja auch im Jahr 2021, wenn die Möglichkeit da ist, die Prinzen auf eine Bühne stellen und 99% der Menschen vor der Bühne können die Songs komplett mitsingen, von vorne nach hinten. Das ist ein Phänomen, weil ich finde, mittlerweile ist das ist ja deutsches Liedgut, kann man das so nennen? Wenn du das so sagst, freue ich mich da total drüber und ich höre das wirklich öfter, aber ich würde nie selbst auf die Idee kommen, sowas zu sagen. Also weißt du, für unser neues Album, ich habe immer den beiden Producern, Jam und Hendrik, haben ein Studio in Neuss am Rhein, Düsseldorf, Neuss. Und ich habe immer gesagt, lasst uns immer einen großen Zettel über dem Mischpult uns vorstellen, wo drauf steht, wir möchten gern zeitlose Musik machen. Und das ist für mich irgendwie das Ding, weißt du, Trends hinterherrennen ist okay. Ich glaube, es muss auch gerade ein Produzent muss wissen, hey, was geht gerade, was läuft gerade. Und ich möchte gern, dass unsere Prinzenplatte eben so klingt wie 2021. Aber wir wollen jetzt nicht jeden Trend und jedes Autotune und jede Zizzle-Hi-Hat mitmachen. Wir wollen gern, dass es klingt wie Prinzen, aber dass es trotzdem modern klingt. Und das ist eben die Herausforderung, den Anspruch haben, dass die Musik die Chance hat, Zeitlosigkeit zu transportieren. Dass wir genau, was wir am Anfang geschafft haben, ohne es selbst zu wissen, ohne es selbst zu checken, dass wir, wie du sagst, Songs geschrieben haben und dass Annette Songs produziert hat, die eben die Jahre überdauert haben und die heute immer noch in irgendeiner Weise, ja, erstmal textlich, aber auch musikalisch, irgendwie aktuell sind. Und wie gesagt, wenn heute irgendwie 10-Jährige ankommen oder manchmal sogar, ich kriege Videos geschickt von Eltern, die 5-jährige Kinderfilm, die alte Songs singen. Und da freue ich mich sowas von. Und das finde ich so, und das kannst du nicht planen. Du kannst das nicht irgendwie sagen, ich mache jetzt mal zeitlose Musik, aber du kannst versuchen, bin ich wieder bei Annette, charmant zu bleiben, zeitlos zu bleiben und ja, und dein eigener Fan zu sein. Yeah. Du bist dein eigener Fan, ich bin auch dein Fan, also wenn ich das an der Stelle mal sagen darf. Weil klingt jetzt doof, also ich bin Fan, also ich möchte gern Fan sein von dem, was ich mache. Das ist wichtig, ja, das ist meine ich eher. Und wir feiern in diesem Jahr 2021 30 Jahre Prinzen und deshalb hatte BB Radio auch den Stream We Love Music euch gewidmet und wir hatten ja 3 Wochen lang die Hits der Prinzen hier bei uns in einem Special Stream und da waren die ganzen Hits mit dabei, inklusive Live-Version, inklusive der neuen Platte. Das war wirklich eine richtig geniale Zusammenstellung, was dazu geführt hat, dass ich also während der Fahrt im Auto auch immer extrem gute Laune hatte, weil ich wirklich alles von vornherein mitsingen konnte. Die neuen Songs noch nicht komplett? Da bin ich noch nicht textsicher. Ich bin also, ich weiß gar nicht, wie ich auf sowas reagieren soll. Ich freue mich da total drüber, aber bin dann, ich würde lieber sagen, ja, mehr davon, fahren Sie fort, erzählen Sie weiter. Weißt du? Nee, ich freue mich da total drüber, aber am Ende, hey, wenn du das sagst, ich bin da fast ein bisschen beschämt oder so, ja. Ich freue mich, ey, komm, ich weiß, für mich ist wichtig, seit 30 Jahren machen wir mit den Prinzen Musik. Die Herzbuben haben wir 1987 gegründet oder 86. Tomano Corp bin ich seit 1976. Die erste Band mit Wolfgang habe ich gegründet 1981. Ich mache mein Leben lang Musik und habe irgendwann den Plan gehabt, irgendwie zu sagen, ich möchte gern Musik machen und davon leben können. Und natürlich auch irgendwie, hey, ich will gern Popstar werden, ja. Und das hat irgendwie funktioniert, es hat geklappt und wir machen das seit langer, langer Zeit und ich habe das große Privileg, immer noch das Schönste, was mir einfällt, machen zu können und dafür, ja, bin ich meinem Schicksal und allen, die dafür sorgen, dass es so ist, echt dankbar. Es ist ja so, ich höre ja wirklich berufsbedingt sehr viel Musik, ne? Also ich höre eigentlich von früh bis spät Musik. Ja, und dann mein Ziehsohn Peter kam um die Ecke und hat gesagt, das neue Prinzenalbum ist raus. Hast du schon gehört? Ich sage, nee, habe ich noch nicht, als es rauskam. Er hat gesagt, musst du mal reinhören. Die haben neue Produzenten, das ist ganz modern gemacht, das klingt, so geil klangen die Prinzen noch nie, obwohl sie schon immer geil klangen. Das ist wirklich richtig tolles Zeug. Hör dir das mal an. Daraufhin habe ich reingehört und dachte, das klingt so modern, das klingt am Puls der Zeit, obwohl ja auch ein paar alte Hits dabei waren, die wieder neu, in einem neuen Gewand erschienen. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Ne? Du wolltest ja nur neue Songs machen damals. Ja, und das ist eben immer genau das Ding. Also erstmal wollte ich nur neue Songs machen und wollte vor allem auch, dass wir die neuen Songs alleine machen. Dass wir als Band uns, wie wir es immer gemacht haben,
zwar von Produzenten helfen lassen, vor allem von Annette am Anfang, später zwischendurch von Stefan Raab, der auch eine Platte mal produziert hat. Und seitdem haben wir unsere Platten immer selbst produziert und haben gedacht, yeah, wir wissen jetzt, wo es lang geht, wir machen das alles selbst. Und als wir jetzt neue Plattenfirma, Warner Music, Deutsche Rita Records, Rita und Jenny, zwei Ladies, die sich uns angenommen haben, die so richtige klassische A&R-Manager sind, also Artist und Repertoire-Manager, also eigentlich eine aussterbende Spezies, die es heute nicht mehr so richtig gibt. Und das sind wirklich zwei Ladies, die richtig volle Kanne steil gehen auf das, die sich wirklich darum kümmern, was ist das für Musik, was sind das für Texte, in welche Richtung soll das gehen und nicht irgendwie malen nach Zahlen machen. Nicht irgendwie, hey, Hauptsache erfolgreich und Hauptsache irgendwie schneller Erfolg, sondern irgendwie wirklich inhaltlich da mitmachen. Und als wir die ersten Demos den beiden Ladies vorgespielt haben, da saßen die da und Rita sagte, naja, okay, aber müssen wir schon noch ein bisschen was machen. Ne? Und ich sag, wieso, wir haben doch hier geile Songs. Naja, wollt ihr nicht mal irgendwie mit anderen Leuten zusammenschreiben? Ich sag, nee, wir können das doch selbst. Und wir haben uns dazu überreden lassen, es war mir fast damals peinlich, weil Rita hat fast so eine Art Casting gemacht mit verschiedenen Songwriterinnen und Songwritern, mit denen wir uns getroffen haben. Wirklich 8, 9, 10 Leute, ja. Und mir war das echt so peinlich. Ich habe gedacht, nee, ist das wie so ein, du sitzt hier da und da lässt kommen und dann kommen da Leute an und wollen mit dir zusammen was schreiben. Aber es sind dann eben 2, 3 Leute dabei gewesen, wo es sofort gefunkt hat. Unter anderem Joe Walter, der Keyboarder von Jennifer Rostock, ja. Also das ist auch wieder so, wo sich dann die Familie sozusagen trifft. Oder auch Tobias Röger, ganz wichtiger Mann für mich, der für Udo oder mit Udo viel geschrieben hat. Wo dann einfach, wo du merkst, hey, da ist eine Chemie da, da funktioniert irgendwas. Und dann sind dann eben die Songs entstanden, die ich alleine niemals hätte schreiben können, die auch Tobias alleine niemals hätte schreiben können. Sondern wir haben uns darauf eingelassen, und das finde ich übrigens auch eine richtig gute Erfahrung. Hey, lass dir helfen und denke nicht, du hast den Stein der Weisen, du weißt irgendwie, wo es lang geht. Hey, ich bin selbst ein Suchender und guck irgendwie nach links und rechts und wo geht's denn hier ab und weiß mittlerweile, ist es überhaupt nicht ehrenrührig, wenn du sagst, ich bin zwar schon seit langer, langer Zeit im Game, aber es gibt Leute, die können mir helfen und daran wachse ich und daran wird die ganze Sache geiler. Und deswegen bin ich Fan von diesem Album und das ist wirklich, hey, mit anderen Leuten zusammenarbeiten und auf andere Leute hören, kann ich jedem empfehlen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, ja? Sagt meine Chefin immer. Ja. Und tatsächlich ist es ja auch so, der Plan von den beiden Mädels ist aufgegangen, genauso. Das Album ist das erste Mal Top 10 gegangen, also auf Platz 2 eingestiegen. Das heißt, es war das erfolgreichste Prinzenalbum ever, 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 weil die anderen waren ja auch alle erfolgreich. Aber es gab noch kein Album, was so weit vorne in den Charts gelandet ist, als es eigentlich ja, das sind natürlich auch alles Zahlen. Ja? Mhm. Also erstmal, für mich ist wichtig, dass das Album wahrgenommen wurde, weil viele Alben vorher sind nicht von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Und jetzt auf einmal ging es eben wieder, hey, ihr habt ein neues Album. Und Nummer 12 übrigens, ja? Ich glaube ja, ich weiß es gar nicht so genau. 12 Studioalben habe ich gezählt. Ja, okay, genau. Ein paar Live-Alben noch, und noch eine Best-of oder ja, zwei Best-of oder so. Ja, aber eben, ja, was Rita uns geraten hat, erstens mit anderen Leuten schreiben, zweitens neue Producer suchen, also Produzenten suchen und drittens, alte Hits auch noch mit aufzunehmen. Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen. Ja, also wirklich, wo ich gesagt habe, nee, wer will denn die alte Suppe jetzt nochmal? Wir brauchen doch nicht die alten Hits nochmal aufzukochen. Weil ich das immer unangenehm finde. Und ich glaube auch, dass es niemals geiler wird, wenn du einen Hit hattest und dann irgendwie 10 oder 20 oder 30 Jahre später denkst, oh, jetzt mache ich den nochmal richtig geil. Nee, der war deswegen ein Hit, weil er damals genau, irgendeinen Zeitgeist getroffen hat. Aber der Plan von Rita war jetzt, macht das mit Gästen. Sucht euch Gäste und nehmt die dazu. Wie gesagt, wir haben es vorhin alles aufgezählt, wer dabei war. Und das hat es total gebracht. Und die Songs sind eben nicht ein Aufguss von alter Suppe, sondern die sind neu geworden. Aus alt mach neu. Also ich gebe an der Stelle mal eine kleine Empfehlung, hört euch das mal an. Ich merke schon wieder meine Radiokrankheit. Ja? Also bei Rita habe ich sofort wieder Rita rät. Ja. Doppelpunkt. Hey. Um Gottes Willen, danke. Ich kann nichts dafür, das ist einfach so. Das ist die Radiokrankheit, die irgendwann, das wird doch immer schlimmer. Je länger man, rät richtig. Es gab noch ein Album, das war noch erfolgreicher, das war ein Nummer 1 Album, das war aber das von Sing Mein Song, das Tauschkonzert, als du mit Tobias in der zweiten Staffel dabei warst. Ja. Das war 2015? Ja, kann sein, 5, 6 Jahre her. Ja. Das Ding ist ja auf 1 gegangen und da hast du damals ja... Ihr hattet ja eine lustige Runde dort in Südafrika. Ich bin bekennender Fan dieser Sendung. Ich mag diese Sendung überall, über alles. Ich habe wirklich auch alle Folgen gesehen. Und ihr habt damals ja mit Xavier Naidoo da richtig ein Ding gemacht. Der hat sich aber seitdem ein wenig verändert. Ich meine, er war bei uns ja auch, hat mehrere Shows mit uns gespielt. Ich habe immer zwischendurch so bei ihm so einen Zickzack festgestellt. Zwischendurch hat er keine Autogramme mehr geben wollen, weil irgendwer ihm das befohlen hat. Dann hat er wieder Autogramme gegeben, der war wieder normal. Das wechselt bei ihm immer so hin und her. Und er hat ja vor 2 Jahren für uns eine Show in Ratenow gespielt. Das war zu dem Zeitpunkt noch alles in Ordnung.
Was im Augenblick mit ihm los ist, weiß ich nicht genau. Vielleicht bist du ja besser im Stoff. Also ich glaube sogar, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen Michael Herberger getroffen. Michael Herberger ist sein Partner gewesen, lange in Mannheim. Ja? Mhm. Die hatten zusammen eine Firma, haben zusammen auch Söhne Mannheim. Das war, ja? Und ich habe mit ihm jetzt gesprochen gerade und habe gesagt, was ist denn eigentlich mit Xavier los? Weil ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm und möchte auch keinen Kontakt zu ihm haben. Und nochmal, mir liegt's fern, Leute anzupissen. Und ich möchte nicht irgendwie böse über irgendjemanden reden, es sei denn, er erzählt Bullshit. Yes. Und das macht er. Mhm. Und er wirft mit antisemitischem Wahnsinn um sich und er macht irgendwelche Songs mit irgendeiner Nazi-Band zusammen. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich raus. Und ich möchte trotzdem sagen, ich habe ihn damals kennengelernt als einen total charmanten, als einen extrem höflichen Menschen, als einen klugen Menschen, als einen gefühlvollen Menschen, der sich auch, wir haben mit ihm damals noch eine Nacht in der Oper, dieses Album, da war er unser Gast und hat, ich weiß noch genau, dass der jeden Techniker begrüßt hat. Der ist zu jedem hin und hat gesagt, hey, hallo, guten Tag und wirklich sowas von höflich und freundlich. Aber er ist irgendwo falsch abgebogen. Er hat irgendwo einen, also ich glaube sogar mittlerweile, dass es, und das meine ich nicht böse, ich glaube, dass er Probleme hat. Ich glaube, dass er psychisch irgendwie ein echtes Problem hat und dass er öffentlich eine Psychose auslebt, an der wir alle teilhaben und dass er mir eigentlich eher leid tut. Und hey, man darf Leuten, die antisemitischen Unsinn erzählen und die in irgendeiner Weise du weißt, wie ich denke, ja. Ich möchte so einen Typen nicht supporten und er tut mir ehrlich gesagt wirklich leid. Und ich habe ihn auch als sehr höflichen und sehr tollen Menschen kennengelernt. Ich habe mit ihm wirklich hier tolle Interviews geführt, das war richtig toll und dementsprechend bin ich ein bisschen traurig darüber, dass das jetzt in die Richtung geht. Ich war bei vielen Konzerten von ihm, ja. Ich habe das viel anders und fand das wirklich, ich fand das erste Album von ihm richtig, richtig gut, ja. Und irgendwie ist es jetzt, hey, es ist vorbei. Und ich glaube, dass wir hoffentlich von ihm nicht mehr viel hören. Das behalten wir mal im Auge. Also es wäre ihm zu wünschen, dass er irgendwann wieder zurückfindet auf den richtigen Weg. Wenn dann, ja. Dann drücken wir die Daumen, dass das klappt. Wir waren bei Orchester, weil du hast gesagt, Nacht in der Oper, damals noch mit Xavier. Und ich persönlich finde, wenn ihr mit einem Orchester spielt, das ist so genial. Ja, also in Berlin erinnere ich mich, Gendarmenmarkt, habt ihr mit einem riesigen Sinfonieorchester gespielt. Das passt mit dem Babelsberger Filmorchester, habt ihr gespielt. Prinzenorchester ist eine gute Kombi, oder? Ja, und es kommt auf jeden Fall vor allem auf die Arrangements an. Und da muss ich jetzt mal sagen, dass mein Freund Wolfgang, mit dem ich seit der vierten Klasse zusammen... 45 Jahren? Seit 1945. Nein, also wirklich seit ewig langer Zeit. 50 Jahren? 1976, seit 45 Jahren, ja. Also wir kennen uns seit 45 Jahren, weil wir da zusammen in Tomanico gekommen sind. Wir haben die erste Band zusammen gegründet, 81. Und sind seitdem wirklich eigentlich eben... Kollegen, Freunde, Brüder, wie auch immer du das nennen willst, ja. Und er ist wirklich echt ein ernsthaft musikalischer Crack. Er ist wirklich ein Genie. Er hat damals schon irgendwie in der Schule angefangen, in der 7. Klasse irgendwelche dreistimmigen, vierstimmigen Gesangssätze zu schreiben. Unfassbar. Und hat jetzt eben diese ganzen Orchesterarrangements gemacht. Und es ist eben ein Unterschied, ob du unter einem Popsong einen Streicherteppich runterlegst oder ob du wirklich eine Melodieführung hast und ob du das wirklich kunstvoll verpackst. Und das kann er. Und deswegen, ja, ich glaube auch, dass das eine echt gute Kombi ist. Orchester und Prinzen. Wie ist es für dich als Musiker? Früher hast du ja als Chorsänger bei den Thomanern immer hinter dem Orchester gestanden. Wenn du jetzt vor dem Orchester stehst, klingt das ja auch wahrscheinlich ganz anders, ne? Wenn die hinter dir die Musik machen. Es ist vor allem erstmal egomäßig viel geiler. Man wird gesehen. Naja, vor allem, wir haben damals Bach gesungen und heute singen wir eben unser Zeug. Ja? Mhm. Und natürlich ist es irgendwie der Hammer, wenn auf einmal, ich wäre so gerne Millionär, von einem großen Orchester gespielt wird. Ja? Wir haben das in Leipzig im Gewandhausorchester gemacht und das war schon genau das Orchester, mit dem wir eben 30 oder 35 oder 40 Jahre vorher zusammen Johann Sebastian Bach gesungen haben und das ist schon geil. Unglaublich. Ja, also mittlerweile sind wir im Jahr 2021 angekommen. Der zweite Jahrestag eures Nichtspielens ist mittlerweile gekommen. Das heißt, wir müssen mal gucken, was demnächst passiert. Eure Tour habt ihr verschoben ins Jahr 22, ne? Na, wir haben ganz ehrlich, also die Tour, die eigentlich geplant war letztes Jahr im Frühjahr, die wirklich genau mit Corona losgehen sollte, wurde verschoben in den Herbst, wurde dann verschoben ins Frühjahr diesen Jahres, wurde dann verschoben in den Herbst diesen Jahres. Und dieses Jahr haben wir diese Tour abgesagt, was uns total wehtut, wo wir wirklich irgendwie uns auch wirklich nochmal bei allen Leuten, die da sich drauf gefreut haben, genau wie wir, entschuldigen möchten, obwohl wir wirklich nichts dafür können. Also man muss erklären, das war eine Theatertour, 600, 800 Leute, also kleines Besteck sozusagen.
Und das rechnet sich nur, wenn du wirklich die Bude voll hast. Und die Tour war ausverkauft und alle Häuser waren voll. Und du kannst eben mit den derzeitigen Bestimmungen und Maßnahmen, müsstest du eben dann theoretisch mindestens ein Drittel der Leute nach Hause schicken. Erstens das. Und zweitens mal würdest du dann, würde es sich nicht rechnen. Mhm. Weil es ist so gerechnet, dass sozusagen nur bei ausverkauft verdienen wir auch ein bisschen Geld. Mhm. Und das geht nicht. Du zahlst am Ende eben drauf, weil du hast Produktionskosten, du hast Reisekosten, du hast Hotel, du hast eben den ganzen Rattenschwanz dran. Und dass wir diese Tour absagen mussten, dass wir haben es, wie gesagt, dreimal verschoben, immer wieder gehofft, dass es stattfindet. Ich als unverbesserlicher Optimist habe gesagt, yeah, wir machen das auf jeden Fall. Nein, wir machen es leider nicht und das tut uns weh. Wir haben eine Tour geplant für nächstes Jahr. Wir fangen im Juni an, glaube ich. Wir fangen an der Nordsee irgendwo an. Machen im Sommer ein paar Konzerte, machen dann im Herbst weiter. Große Hallen bis ins Jahr 23. Und ich bitte mit allem, was ich habe, dass wir diese Tour spielen, weil das ist das Wichtigste, was wir können. Ich glaube, ich bin da relativ zuversichtlich, dass das bis dahin alles wieder klappt. Und ihr habt ja dann noch ein größeres Repertoire, weil dann bis dahin ja auch alle Leute textsicher sind mit dem neuen Album. Ja? Also dann bis dahin haben die das alle drauf. Es ist ja auch schwierig übrigens, ja, weil wir jedes Mal wieder uns streiten darüber. Du musst ja Songs weglassen, du kannst ja nicht irgendwie 6 Stunden spielen. Ja. Nee. Wir sagen auch irgendwie ein Konzert, maximal 2 Stunden, wirklich länger. Irgendwann fängt es an zu nerven und irgendwann, das will keiner mehr hören. Ja. Und natürlich haben wir wirklich viele Songs, die wir mögen und wir haben viele Hits. Mhm. Die Hits, das haben wir immer uns gesagt, wir möchten die Hits spielen, weil erstens wollen die Leute die Hits hören und zweitens mal freuen wir uns auch, wenn die Hände oben sind und wenn irgendwie, ey, wenn du einen Hit hast, geil, spiel ihn. Und wir haben davon wirklich eine ganze Menge irgendwie. Und deswegen wird es immer schwieriger, wie viel wollen wir von der neuen Platte spielen, welche Songs wollen wir von der neuen Platte spielen. Wir werden es sehen, es werden wieder Streitgespräche stattfinden, die ausschließlich durch Faustrecht entschieden werden bei den Prinzen. Und dann werden wir sehen, wo es lang geht. Ich würde mir wünschen, 30 Jahre Prinzen, 30 Songs, das wäre so schön, aber das würdet ihr natürlich nicht durchhalten. Doch, so ist es sogar geplant. 30 Städte, 30 Hits, 30 Jahre. So ist der Titel dieser Tour. Oh, und 30 Songs a 3 Minuten, das ist ja schon... Wir müssen dann eben gucken, dass wir irgendwie die Songs teilweise auch kürzen oder dass wir teilweise irgendwie Medleys machen. Mal gucken, wir werden das sehen. Ja? Wir sind gerade dabei, uns zu finden. Und ich habe schon meinen Plan, aber die anderen haben auch ihren Plan. Hm. Und wir werden dann sehen, wo es lang geht. Ich weiß es wirklich nicht. Und es ist ja wirklich so, wir sind eine demokratische Band, was auch anstrengend ist, wo ich immer auch sage, ey, das nervt. Ja? Aber was willst du denn anders machen? Und ich finde es am Ende, man muss sich irgendwie einigen. Und wir haben keinen Despot, wir haben keinen Chef. Ich habe vorhin schon gesagt, Wolfgang ist wirklich der musikalische Leiter sozusagen. Tobias ist ein totales Alpha-Tier, genau wie ich. Wir sind wahnsinnige Egomanen. Wir stehen gern vorne. Wir sind gern irgendwie in der ersten Reihe. Die anderen haben auch was zu sagen. Und jeder hat was zu sagen. Wir sind 5 Sänger und 2 Instrumentalisten. Und wir sind eine demokratische Band und werden uns einigen. Und es wird großartig. Dann wird der vergammelte Speisen wieder wahrscheinlich irgendwo... Ich hoffe, dass wir es spielen übrigens. Ja. Nein, ich hoffe wirklich, dass wir es spielen. Ja. Ich bin Fan von. Die ersten Platten. Ich bin auch, also mein bester Freund ist für mich auch so ein Lied, wo ich irgendwie immer denke, ey, das ist so ein unterschätztes Lied. Das ist so ein einfaches Lied. Aber mein bester Freund, das ist nicht irgendwer, denn er kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt. Das ist für mich ein geiles Lied. Das ist ein Kinderlied von mir aus, aber es ist geil. Aber ihr habt ja eine WhatsApp-Gruppe, ne? Wo ihr euch immer connectet miteinander und da so kleine, auch ihr macht Telefonkonferenzen, habt ihr auch während Covid jetzt immer mal Telefonkonferenzen? Ja, wir haben vor allem Zoom-Konferenzen gemacht, ganz viele. Und das Album auf die Art und Weise auch zusammengestellt, ne? Ja, ihr habt teilweise das ja nicht im Studio gemeinsam angespielt. Ja, es ist eben schwierig auch. Das ist wirklich, also ich habe ja immer dran geglaubt, dass Musik nur dann entstehen kann, wenn sich die Protagonisten in einem Raum befinden. Und das ging diesmal nicht, natürlich. Ja, wir konnten nicht irgendwie zu siebt irgendwie abhängen, sondern wir sind wirklich in Schichten ins Studio gefahren. 2 Leute, manchmal auch nur alleine jemand. Sind nach Neuss gefahren, haben viel auch in Leipzig gemacht, bei Wolfgang im Studio, aber eben immer nur einzeln. Und es hat trotzdem funktioniert. Und wir haben uns natürlich, das machen wir auch übrigens jetzt noch, weil teilweise Tobias pendelt zwischen Leipzig und London hin und her, der hat eine Wohnung in London. Jens wohnt in Potsdam, Ali wohnt in Greifswald, weil seine Frau da arbeitet. Also wir sind verstreut in alle Winde, aber wir treffen uns regelmäßig Dienstagnachmittag 13:30 Uhr, zack, ist Prinzen-Zoom und da wird alles auf den Tisch gepackt und das ist gut so. Und die WhatsApp-Gruppe ist auch praktisch, weil man natürlich kann man sich immer austauschen und ich habe neulich mal nach irgendeinem Streit, wo wir uns wieder über irgendwas gestritten haben, wo wir unversöhnlich auseinandergegangen sind, habe ich dann in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, je älter wir werden, desto wunderlicher werden die anderen. Und das ist für mich so ein wahrer Spruch, ja, weil den jeder auf sich anwenden kann. Und natürlich wirst du, wenn du älter wirst, wirst du irgendwie komisch. Du bist weniger beweglich im Kopf. Du bist weniger, du bist weniger formbar. Das Schöne ist aber, dass ihr euch am Ende immer wieder lieb habt. Und dass ihr sagt, lasst uns das gemeinsam machen. Und ich glaube, wir werden nicht das 30. Nicht nur das 30. jetzt feiern, sondern wir feiern das 40. Prinzenjubiläum, wir feiern das 50. Prinzenjubiläum.
Ich werde Musik machen, solange ich zucke. So einfach ist das, genau. Solange ich atme. Vielleicht werden wir irgendwann uns hier mit einem Rollator in diesem Studio treffen und uns mal wieder auf den aktuellen Stand bringen. Die Zähne ins Glas und ab geht's. Wir müssen sie nur wieder richtig reinrücken, damit man uns auch verstehen kann. Weißt genau. Du, das wäre alles Gute nochmal. So, ansonsten kann ich nur sagen, wer euch verfolgen möchte, findet euch natürlich in den sozialen Netzwerken. Bitte keine Hasskommentare runterschreiben, was ist fies, ne? Weil diese Shitstorms im Augenblick gehen mir richtig auf die Nerven. Ich finde, wenn jemand was zu sagen hat, wenn es was Positives ist, soll er es runterschreiben und wenn er meckern will, dann soll er sich für sich behalten. Ja, ich bin ja immer offen für wirklich konstruktive Kritik oder auch, also wenn jemand irgendwie sagt, hey, ich finde das den Song doof oder was du das da gesagt hast, finde ich nicht okay oder ja. So, bitte immer gerne, ich bin da wirklich offen, aber wenn gehatet wird, brauche ich nicht und das sollten wir uns alle irgendwie hinter die Ohren schreiben. Also ich versuche ja immer, erstens mal im Netz, wenn ich im Netz irgendwelche Kommentare, wenn ich irgendwas schreibe, wirklich immer daran zu denken, würde ich das demjenigen auch ins Gesicht sagen. Und was für mich auch noch ein Trick ist, im analogen Leben, wenn ich mit irgendjemandem über irgendjemand anderen rede, versuche ich immer mir vorzustellen, dass derjenige mit am Tisch sitzt, wenn ich über den rede. Weil du kannst jemanden kritisieren, aber du musst es in irgendeiner Weise sachlich und stilvoll tun. Und natürlich, ich werde wirklich ehrlich, und das ist kein Spruch, ich werde gern kritisiert. Ich möchte gern, dass Leute sagen, ey, denk da nochmal drüber nach, versuch mal hier irgendwie, was hast du denn da gesagt, wie siehst du denn das? Bitte, bitte gern. Und wenn wir diskutieren, dann sollten wir eine Diskussion auch als solche stattfinden lassen und nicht irgendwie immer nur auf unsere Meinung beharren. Es ist eine total geile Erfahrung, wenn du irgendwie merkst, hey, ich rede mit jemandem und am Ende näherst du dich an und am Ende merkst du, hey, der andere hat ja auch recht. Absolut. Schöner Schlusssatz. Lass ich so stehen. Sebastian Kumbiegel war heute bei mir im BB-Radio-Studio. Wir hatten leider jetzt nur eine gute Stunde, in die wir mal quatschen konnten. Wir hätten Stoff für 3, 4, 5 Stunden, glaube ich. Ne? Wir könnten hätten. Soll ich jetzt den Sträter geben und sagen, hey, dann lass uns doch mal nochmal machen? Nein. Pass auf, ich komme gern wieder vorbei. Ich fand das sehr angenehm. Was ich entlocken wollte. Er hat gesagt, er kommt wieder vorbei. Ja, bitte aber gern. Aber dann nicht immer nur sagen, hey, man müsste eigentlich mal, sondern du, ich fahre von Leipzig hierher, fahre ich irgendwie 1,5 Stunden. Und genau. Dann bin ich schnell mal da. Okay, bis nächste Woche. Mach's gut. Also, alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal. Gleichfalls. Und wir sehen uns. Weiß ich nicht, vielleicht in 3 Wochen oder so. Yeah. Bis dann. Hey, danke. Ciao.